willkommen alle zusammen, muss ein bisschen lauter sein, ja. Zu dieser Veranstaltung zu Kuba. Liste Links und SDS, Hochschulgruppe Uni Hamburg, wir haben uns das zusammen überlegt, dass wir, eigentlich haben wir das schon etwas länger vor, sowas zu machen, über die aktuelle Entwicklung in Kuba und zu informieren, darüber zu diskutieren und auch schon etwas länger im Gespräch mit Harry Grünberg darüber, dass wir das gerne hier in Hamburg und an der Uni machen wollen. Harry ist Vorsitzender des Netzwerkes Kuba, aber nicht Sprecher der Kubasi, wie wir das im Flugblatt geschrieben haben, aber Mitglied von Kubasi auf jeden Fall. Und seit vielen Jahren in der Kuba-Solidarität aktiv, ist Mitglied der Linken und hat das jetzt als Hauptthema sozusagen, kann man sagen, überzeugter Internationalist in vielen verschiedenen Ländern auch gelebt und ein Kenner und Genießer der kubanischen Kultur, nehme ich mal an, der Gesellschaft. Und von daher denke ich, ja, kann ich einfach nur das Wort übergeben. Harry war das letzte Mal im Mai auf Kuba und hat da unter anderem auch einen Preis entgegengenommen für die Solidaritätsarbeit mit den Cuban Five, die hier in Deutschland und in anderen Ländern auch sehr aktiv gewesen ist. Ja, und wir haben gedacht, du legst einfach los, erzählst eine halbe bis dreiviertel Stunde und dann haben wir Zeit zur Diskussion aller Art. Erstmal herzlich willkommen und ja. So, dieser Solidaritätspreis war natürlich stellvertretend für die Solidaritätsbewegung hier in Deutschland, wo sehr viele, über sehr viele Jahre lang dazu mit ihr Körnchen beigetragen haben, dass es letztendlich doch dazu kam, dass Obama die drei, die noch im Gefängnis waren, freilassen musste. Ist eine schöne Geste. Aber diese Geste wollen wir jetzt nochmal im September wiederholen, indem wir wirklich zwei Veteranen der Kuba Five Solidaritätsbewegung nochmal auszeichnen wollen. Ich glaube, das ist notwendig, weil sehr viele haben sehr viele Energien reingesteckt in die Solidaritätsarbeit. So, wenn wir heute über das Thema Kuba diskutieren, und wir diskutieren ja Kuba im Wandel, geistern ja ganz unterschiedliche Vorstellungen, die durch die bürgerlichen Medien genährt werden über die Entwicklung in Kuba. Für die bürgerlichen Medien ist ja mittlerweile das Totenglöckchen des Sozialismus eingeleitet worden über Kuba. Ich denke, dass es wichtig ist, durch eine zähe Arbeit diesem medialen Bild entgegenzutreten, weil eines der Nebeneffekte einer solchen Medienberichterstattung besteht darin, dass es demotiviert die Solidarität mit Kuba, weil ganz viele Ängste haben und ganz viele auch meinen, Kuba wäre jetzt auf dem besten Weg zum Kapitalismus. Ich glaube, diese Annahme ist falsch und ich werde hoffentlich das auch heute Abend hier einigermaßen begründen können und wir werden es ja auch in der Diskussion vertiefen können. Ich sage mal als Eingangsthese, ja, in Kuba öffnet sich in gewisser Weise für privatkapitalistische Initiativen und dieser Prozess ist nicht unproblematisch, aber dennoch schöpfe ich aus dem Optimismus heraus, dass dieser Prozess kontrollierbar ist und dazu beitragen kann, einen neuen Charakter einer sozialistischen Entwicklung einzuleiten, die möglicherweise auch Akzente setzt in Richtung dass es eine Alternative zum Neoliberalismus und zum Kapitalismus geben kann. Natürlich sehr ausgehend von der kubanischen realen Situation und von der lateinamerikanischen.
Wir werden diese ganze Debatte vertiefen können, weil im April ist ja der Parteitag der kubanischen KP einberufen worden und im Ergebnis will die kubanische Partei anhand der Erfahrungen, die bisher gesammelt worden sind, so etwas wie ein Dokument verabschieden über den Charakter des Sozialismus in Kuba, des Modells in Kuba. Sie sind weit davon entfernt, das als universales Modell zu deklarieren. Aber ich denke, es wird sehr interessant sein, sich damit auseinanderzusetzen und damit auch zu gucken, was können wir aus diesem Prozess lernen, hier für die reichen Länder des Nordens im Imperium, und was können wir daraus entnehmen in unseren Kampf für Alternativen. Dafür planen wir ja als Netzwerk auch eine Konferenz durchzuführen nächstes Jahr über diesen Charakter des Modells in Kuba und genau diese Schiene, was ist für uns auch hier verwertbar für den Kampf für eine bessere Gesellschaft. Wenn ich sage, warum ich optimistisch bin, dann tut sich das ableiten von einem historischen Kontext, in dem sich die kubanische Revolution entwickelt hat, und aus der geopolitischen Situation heraus, in der wir uns heute befinden. Ich fange mal mit der kubanischen Revolution an, weil ohne den Grundcharakter dieser Revolution zu verstehen, werden wir nicht verstehen, was in Lateinamerika sich entwickelt und was eigentlich so die solide Grundlage der kubanischen Revolution darstellt über jetzt die Entwicklung hin, die auch zur privatwirtschaftlichen Öffnung führt. Also wenn wir uns die Situation Lateinamerikas der 50er Jahre angucken, oder besser gesagt, wir fangen eigentlich an mit den Reformen, die der Präsident Cárdenas in Mexiko Ende der 30er Jahre eingeleitet hat, mit der Verstaatlichung des Erdöls in Mexiko, mit der weitgehenden Agrarreform, die in Mexiko durchgeführt wurde und den Menschen, den armen Bauern in Mexiko ein Stück Land brachte, das sogenannte Ejido, was Folge auch der mexikanischen Revolution von 1911 war. Und wir angucken, dass diese Politik, die in Mexiko begonnen wurde, zur Inspiration wurde, in ganz vielen Ländern Lateinamerikas eine neue Phase der Unabhängigwerdung, das heißt die Aufständen von Simon Bolivar, von José Martí, die Aufstände in San Martín in südlichen Südamerika führten zur formalen Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialreich, aber trieb diese jungen Republiken sehr schnell in die Kapitalabhängigkeit, erstens von Großbritannien und dann von den Vereinigten Staaten. Diese zweite Phase der Unabhängigkeit, die auch eine wirtschaftliche Unabhängigkeit ist, um die heute wiederum viele Revolutionen in Lateinamerika ringen, wie Ecuador, Venezuela, ja, Bolivien, wurde eingeleitet damals in den 30er Jahren durch Cárdenas. Und sie inspirierte auch die junge Generation in Kuba, darunter Fidel Castro und andere. Also die dann die Bewegung des 26. Juli formierten. Diese Konzeption der Unabhängigwerdung von den USA im Wesentlichen führte zu verschiedenen Revolutions- oder Transformationsmodellen, die scheiterten, weil sie erstickt wurden durch die Intervention der USA, sei es in Guatemala oder sei es in Bolivien 1954, als die große bolivianische Revolution stand, und sie scheiterten. Sie scheiterten an der nationalen Bourgeoisie oder an der Oligarchenklasse, nicht der nationalen Bourgeoisie, und sie scheiterten an den US-Interessen, die entweder direkt oder indirekt dort zum Tragen kamen. Die kubanische Revolution
die 1959 über Batista eines der blutigsten Regime siegte, die über 20.000 Menschen umgebracht hat. Das ist ja etwas, was heute wenig bekannt ist und wenig von unseren Medien bearbeitet wird, wenn sie immer von den sogenannten kubanischen Demokraten im Exil in Miami reden, bringen sie immer in Vergessenheit, dass das eine ganz blutige Diktatur war, die in Kuba herrschte bis 1959. Das Programm der Revolutionäre, die Batista stürzten, war kein sozialistisches Programm. Es war ein nationalrevolutionär antiimperialistisches Programm, das in der Tradition der kubanischen Aufstände, die durch José Martí begonnen wurde, lebte. Und wenn Kuba den Übergang machte 1961, sich zu einem Sozialismus oder zu einer sozialistischen Insel erklärte, dann taten sie es aus der Konfrontation heraus mit den USA, weil um die Revolution zu erhalten, um die Errungenschaft der Agrarreform, der Alphabetisierungskampagne, der Verstaatlichung von Schlüsselbereichen, insbesondere in der Zuckerindustrie, zu erhalten, musste man aus dem nur national-bürgerlich-revolutionären Prozess in einen sozialistischen Prozess übergehen. Dieser Prozess hatte aber auch ein Tribut, den man zahlen musste. Wenn man sich frei machen wollte von den USA und von dem Druck und von der Gefahr, dass man mit einer Invasion der USA konfrontiert wird, und das war es ja auch, musste Kuba den Tribut zahlen, das sozialistische Modell der Sowjetunion zu übernehmen auf Kuba. Und die Kubaner sagen immer, wir haben dieses Modell zwar übernommen, aber wir waren nie gleich wie der reale Sozialismus. Wir haben immer Unterschiede in diesem Modell gehabt. Und das war immer ein Weg, den man suchte, wo ein ganzes Stück Unabhängigkeit zum Tragen kam. Insbesondere, was Kuba ganz stark unterschied damals von der sowjetischen Politik in Lateinamerika, war, Kuba stand auf Seiten der revolutionären Prozesse, die in Lateinamerika stattfanden. Kuba unterstützte die Guerillabewegung in Venezuela. Kuba unterstützte in Bolivien und in anderen Ländern. Und das tat sie nicht unbedingt mit Enthusiasmusäußerungen der damaligen Führung der Sowjetunion. Die fanden das alles ein bisschen abenteuerlich, was da die Kubaner so entwickeln. Also das ist so ein wichtiges Moment, und das spielt in der eigenen Theoriebildung und im eigenen Selbstverständnis Kubas eine ganz wichtige Rolle. Und wer sich die Demonstration am 1. Mai in Kuba angeguckt hat, das war eine riesige Demonstration mit über 500.000 Menschen, der wird gesehen haben, dass die Massen, die dort vorbeizogen, tatsächlich Enthusiasmus zum Ausdruck brachten. Das war keine verordnete Demo. Und zwar deshalb, weil im Moment Kuba lebt und fühlt mit der Entwicklung in Venezuela. Wer diese Demonstration gesehen hat, die Unmengen von Plakaten und venezolanischen Fahnen, die dort zum Tragen kamen, und wie die Menschen dort, weil Präsident Maduro aus Venezuela war, auf dieser Mai-Kundgebung in Havanna präsent und ist dann anschließend gleich nach Caracas weitergeflogen und kam aus Kuba und sagte den Teilnehmern der Mai-Kundgebung Caracas, ich komme gerade aus Kuba, der Wiege der Revolution. Ich bringe euch mit die herzlichen Grüßen des kubanischen Volkes und ich möchte hier bekannt geben, dass wir hier die venezolanische Revolution vertiefen werden. Und er hat gesagt, wir werden jetzt die Arbeiterkontrolle in der Produktion in Venezuela ausbauen. Ich meine, das lebt das kubanische Volk und das setzt ihm sehr große Hoffnung, nachdem sie doch ganz viele Jahre, Jahrzehnte isoliert waren in Lateinamerika. Und diese Aufbruchstimmung in Kuba wäre falsch zu beschreiben, dass es eine Aufbruchstimmung ist, weil jetzt ein paar Privatgeschäfte geöffnet werden. Es ist eine Aufbruchstimmung, die eine Mischung ist zwischen neuen Möglichkeiten rauszukommen
aus der Armut der letzten 20 Jahren, also seit das Ende des realen Sozialismus und der Schwierigkeiten, die Kuba hatte, wo man sagen kann, Kuba konnte jeden Moment zusammenbrechen, danach hat es aber nicht, ja, also aus dieser Stimmung rauszukommen und aus der neuen internationalistischen Perspektive, die sich für Kuba daraus ergibt. Also das ist eines der wesentlichen Elemente, die im Moment nähren, diese Hoffnung und diese Möglichkeit, dass unter dieser neuen Perspektive, in der sich Kuba im Wandel befindet, dieser Prozess weiterhin in einer revolutionären Tradition sich entwickelt. Der Hauptpunkt ist, dass dieser Prozess in großen Maßen steht und sich stabilisieren kann, falls sich die Revolution in Lateinamerika stabilisiert. Das heißt, die Linksentwicklung in Lateinamerika stabilisiert. Gelingt es den USA, die Linksregierung in Venezuela zu stürzen, wozu eine Menge Anstrengungen entwickelt worden sind, dies zu tun, dann wird auch die kubanische Revolution in arge Schwierigkeiten geraten. Das muss man, wenn man ein objektives Bild der Lage wiedergeben muss, muss man das ganz stark berücksichtigen. Deshalb sagen ja auch die Kubaner, es reicht heute nicht, wenn die europäische Solidaritätsbewegung, die mit Kuba Solidarität betreibt, nur Kuba sieht, sondern es muss verbunden werden. Solidarität mit Kuba heißt heute auch Solidarität mit Venezuela. Das war das wesentliche Ergebnis einer Solidaritätskonferenz, die am 2. Mai in Havanna stattfand, wo über 1000 Leute daran beteiligt waren und wo diese neue, sagen wir mal, Orientierung, was die Solidaritätsbewegung mit Kuba anbetrifft, sehr weit diskutiert worden ist. Die Optimismus aber, was Kuba anbetrifft, speist sich noch aus einer anderen Quelle. Wir sind in einer Krisensituation dessen, was man nennt die unipolare Welt. Und wir sehen, dass diese Auseinandersetzung gegen die unipolare Welt an verschiedenen Ecken und tobt zurzeit. Also heute treffen sich ja die Chefs der BRIC-Staaten, also China, Brasilien, Russland, Indien, und beraten weitgehende Maßnahmen zur Entwicklung ihrer Entwicklungsbank. Diese Entwicklungsbank unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von dem, was die Weltbank anbetrifft. Diese Entwicklungsbank sagt, wir betreiben und unterstützen Projekte, die die soziale Inklusion befördert, ja, die die Entwicklung und die Bekämpfung von Armut ermöglicht in diesen jeweiligen Ländern. Das ist ein ganz anderer Ansatz als die der mächtigen kapitalistischen Länder, die im Moment versuchen, ja Griechenland zu ersticken, ja, und auszuplündern. Griechenland ist übrigens auch ein Thema auf der Tagesordnung dieser BRICS-Konferenz. Wenn wir die gegenwärtige geopolitische Lage beschreiben wollen, denke ich, ist sehr bemerkenswert die Aussage, die der russische Soziologe Boris Kagalitsky machte. Kagalitsky ist ja nicht unbedingt ein Freund von Putin. Ja? Er hat ja eine ganz andere Tradition politisch von der politischen Sozialisation als Putin. Er sagte, was wir heute erleben, das ist ein Krieg der sich konstituierenden Wirtschafts-NATO, damit meint er die TTIP, gegen die BRIC-Staaten oder gegen die Länder des Südens, die sich nicht beugen wollen der neoliberalen Globalisierung der Welt und die darauf pochen, dass sie eine autonome Entwicklung machen können, wo sie die Souveränität über ihre Rohstoffe, über ihre Märkte und über ihre technologische Entwicklung haben. Und diese Herausbildung der BRIC-Staaten ist insofern wichtig, jetzt um es in Bezug zu bringen auf die kubanische Situation,
weil das hier Hilfsquellen sind, aus denen Kuba im Moment aus der schwierigsten Phase herausgerät, in der sich das Land wirtschaftlich befand. Also die vielen Projekte, die mit russischer, chinesischer, brasilianischer Entwicklung in Kuba gesetzt worden sind, werden es Kuba ermöglichen, in der neuen Entwicklung die angestrebte Industrialisierung, den eigenen technologischen Entwicklung vorwärts zu bringen. Also in dieser geopolitischen Konstellation haben wir es mit einem Moment zu tun, wo die Karten für die Länder, die sich nicht der neoliberalen Globalisierung aussetzen wollen, besser geworden sind. Dennoch ist die geopolitische Situation durch sehr viele Gefahren gekennzeichnet. Der Krieg in der Ukraine, die Auseinandersetzung in Syrien sind Teile dieser geopolitischen Auseinandersetzung. Sie fangen damit an, als die NATO und die USA nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus die einmalige historische Chance sahen, jetzt die Welt unipolar zu formen und sagten, wir wollen jetzt einen strategischen Korridor schaffen, der Chinas Aufstieg und Russlands Wiederaufstieg verhindern soll. Der geopolitische Korridor, der fing ja an mit den Balkankriegen, mit dem Versuch von Balkan rüber bis Afghanistan eine Einkreisungspolitik gegenüber Russland und China zu betreiben und die Moment im chinesischen Meer durch die enorme Konzentration von Militär der USA nochmal verdeutlicht, wie stark diese Isolierungspolitik gegenüber China im Moment von Seiten der USA ist. Das heißt, wir haben diese Gefahr, aber wir haben auch die Chancen. Das hängt auch damit zusammen, dass China doch ganz schön viel Geld gescheffelt hat, ja, die letzten Jahrzehnte, und dieses Geld nicht mehr darauf baut, dass die USA diese Dollars noch anerkennen werden. Die sagen, es ist besser, wir investieren die in Projekte, die sicherer sind, als von den USA erwarten, dass sie noch ihre Dollars anerkennen, die die Chinesen gehortet haben. Also das muss man natürlich auch ein bisschen in diesem Hintergrund sehen. Aber ich glaube, der Kern, warum dieser Krieg der Wirtschafts-NATO gegen die BRIC-Staaten entfesselt wurde, liegt mit der kapitalistischen Krise von 2008 zusammen. Also die Krise, die dem spekulativen Kapitalismus der Börsen Grenzen gesetzt hat, die große Finanzkrise hervorrief und die zeigte, dass die Zeit, wo man locker seine Profite über Spekulationsgeschäfte erreichen kann, zu Ende sind. Und seitdem ist ja die Debatte, wenn man wieder Profite machen will, muss man in die Realökonomie gehen. Und wer in die Realökonomie geht, der braucht wieder mehr Warenabsatz, mehr Industrie, der braucht Märkte erobern, der muss verhindern, dass sich Konkurrenten weiterentwickeln. Ja? Und deshalb spricht man davon, dass die Politik der Wirtschafts-NATO, also dieses TTIP-Abkommens, letztendlich eine neoimperialistische Politik ist. Und zwar deshalb das neoimperialistisch, denn es geht nicht nur um die wirtschaftliche Dominanz, es geht auch wieder direkt um Regierungen einzusetzen. Zwar wird man nicht zurückkehren in die Phase des Kolonialismus, wo man die Länder direkt beherrscht, aber man wird auch nicht mehr zulassen wollen, dass Regierungen sich dort installieren, die gegen den Strich laufen ihrer Interessen. Und deshalb haben wir in dieser geopolitischen Auseinandersetzung diese Konstellation, dass immer wieder die Gefahr besteht, militärischer Intervention, um solche Regierungen zu installieren. Das ist auch im Prinzip die Sichtweise, die auch in Kuba über die
politische Situation gesehen wird und in der sich auch einordnet, letztendlich die politische Strategie, die sich in Kuba entwickelt. So, zu der Problematik der Entwicklung in Kuba selbst. Also wir haben ja zahlreiche Gespräche gehabt bei unserer Delegationsreise mit Gewerkschaften, mit dem Wirtschaftsministerium, mit der Partei, mit dem Institut der Völkerfreundschaft, die dort die Solidaritätsarbeit organisiert. Ich glaube, im Kern kann man sagen, die Kubaner bauen ihr Modell auf folgenden Axiom auf. Sie sagen, wir haben viel aus dem Prozess in China und aus dem Prozess in Vietnam gelernt. Also wir haben eins gelernt, man kann das Wertgesetz nicht willkürlich außer Kraft setzen. Das war eines der Krankheiten der Politik, die schon Stalin begonnen hatte, mit Zwangskollektivierung und mit der nur staatlichen industriellen Entwicklung. Und sie sagen, was wir aus China und Vietnam lernen, das ist, wie man privatkapitalistische Initiativen in einem nationalen Entwicklungsprojekt einsetzt. Ihr wisst ja alle, dass in China immer noch 40% der Wirtschaft staatlich ist und der Privatbereich nicht willkürlich handeln kann, sondern eingebettet ist in 5-Jahrespläne. Also die Privatinvestoren in China, die müssen sich einfügen in ihren privaten, in ihren privatwirtschaftlichen Unternehmungen, in einen gesellschaftlichen Gesamtplan. Also das ist das Erste, wo die Kubaner sehen, wie man privates Kapital, das in das Land strömen soll, in ein Entwicklungsprojekt einbinden soll. Zweitens sagen aber auch die Kubaner, was wir auch aus China gelernt haben, sind die Fehler, die wir nicht wiederholen wollen. Und als Fehler, die Sie sehen in dem chinesischen und vietnamesischen Modell, das ist vor allem, dass bei Beginn dieses Modells die soziale Daseinsfürsorge, die der Staat, wenn auch in einer sehr rudimentären Form nur, bereitstellte, sowohl in China und in Vietnam, völlig zerschlagen wurden. Also am Beginn unter Deng Xiaoping in China wurden die staatlichen Krankenkassen, das kostenlose Bildungsbereich wurden abgeschafft und zum Teil privatisiert. China kämpft heute darum, wieder jeden Chinesen eine Krankenkasse, jeden Chinesen eine Rente zu ermöglichen, aber das ist erstmal beseitigt worden. Das ist ein Weg, den Kuba nicht gehen wird. Und das hängt damit zusammen, erstens mit der recht starken Stellung, den die Gewerkschaften in Kuba haben, und hängt auch natürlich auch damit zusammen, dass in der kubanischen Partei immer ein sehr freies Klima der Diskussion bestand. Also wer sich die kubanische Partei vorstellt als ein monolithischer Block, wo nur ein paar Leute das Sagen haben und der Rest muss den Entscheidungen folgen, der legt Fehl am Platze. Im kubanischen Modell und in der Partei gibt es Strömungen, die sehr intensiv miteinander diskutieren. Und da gibt es Strömungen, die lehnen den jetzigen Prozess ab und es gibt Strömungen, die sagen, er muss noch weitergehen. In den kubanischen Gewerkschaften hat es über die Politik dieser wirtschaftlichen Veränderung eine sehr weite Debatte gegeben. Und diese Debatte über das, was jetzt Kuba macht, wurde über 4 oder 5 Jahren, glaube ich, Brigitte, diskutiert. Also die Lineamientos. Und als diese Lineamientos in die gesamte Bevölkerung reingetragen wurden zu Diskussionen,
kamen aus der Bevölkerung, aus allen Stadtteilen, aus den Betrieben, wurden darüber diskutiert, über das neue Wirtschaftsmodell in Kuba, kamen über 200.000 Abänderungsanträge. Ja, so, dass am Schluss diese Lineamentos ganz anders aussahen, als das, was ursprünglich in der Debatte gebracht wurde. Und im Ergebnis ist es so, dass das kubanische Modell der Öffnung hin zu privaten Initiativen dazu entschieden wurde, dass überall, wo Privatwirtschaft sich entwickelt, die kubanischen Sozial- und Arbeitsgesetzgebung gelten sollen. Das betrifft auch die beabsichtigten Freihandelszonen, insbesondere die Freihandelszone Mariel, die von strategischer Bedeutung für Kuba ist. Und das wird nicht der Willkür überlassen. Zweitens haben sie gesagt, im kubanischen Modell wird keiner allein gelassen. Das ist auch anders als in China. Das heißt, die Bedürftigen werden weiterhin vom Staat unterstützt werden. Das ist zwar keine üppige Unterstützung, aber sie ist sehr wichtig, weil sie entscheidet, ob jemand in Verelendung oder in Armut ist. Und immer noch ein kleiner Unterschied, ob Armut oder Verelendung. Wer Verelendung sehen will, muss nach Haiti gehen oder in anderen Ländern Lateinamerikas. Gleichwohl besteht nach wie vor strukturell die Gesetzgebung, dass Großteil der Deviseneinnahmen auch künftig in den Bildung und in den Gesundheitssektor gehen werden, die ja wesentlichen Errungenschaften der Revolution sind und die kostenlos zugänglich sind für alle Kubaner. Und ich hab es ja mal erlebt, da war ich mit Kuba Sea Projekt besuchen in Guantanamo. Da fuhren wir da durch die Berge von Guantanamo, so auf einer Piste mit einem Lastwagen und so nach kubanischer Art hinten in der Tragfläche. Da fuhren wir durch den Fluss und dann sahen wir drei Damen in Weiß. Ihr kennt ja die ganzen Geschichten mit den Damen in Weiß, die ja hier so aufgebauscht werden. Aber da handelt es sich um die richtigen Damen in Weiß. Ja? Und zwar, wir nahmen sie auf den Lastwagen und haben sie gefragt, was macht ihr denn hier mitten in der Wildnis? Ja? Und da sagten sie, wir sind hier zwei Krankenschwestern, eine Ärztin, wir sind Teil eines Diabetespräventionsprogrammes und fahren hier in all die abgelegenen Hütten, die hier in den Bergen sind, und besuchen die Diabetespatienten, nehmen Blut ab, kontrollieren die Blutwerte und geben die Medikation dafür. Wenn sich einer vorstellt, dass 200 Kilometer weiter ist Haiti, wo die meisten Menschen Haitis noch nie einen Arzt gesehen haben, dann weiß man zu schätzen, was dieses Gesundheitssystem für Kuba bedeutet. Und das wissen die Kubaner. Das können sie auch messen und vergleichen. Und ich glaube, es war eines der klügsten Entscheidungen, die die kubanische Führung getroffen hat, dass jetzt in Kuba in allen Haushalten der Gemeinschaftssender der lateinamerikanischen Länder Telesur empfangen werden kann. Nun ist es Telesur nicht so, dass Telesur ein sozialistisches Propagandaorgan ist. Ja, Telesur entspricht einem Minimalkonsens, bei dem sich Argentinien wiederfinden muss, das bestimmt nicht auf dem Weg zum Sozialismus ist, Bolivien, Ecuador, Venezuela. Und dieser Sender bringt die Realität Lateinamerikas, auch die Realität, wie Menschen unter dem Kapitalismus leben. Und diesen Blick auf Lateinamerika hat in Kuba sehr, sehr viel an Positivem bewirkt, weil dadurch ein Vergleich mit der eigenen Realität einfacher wird. Ja? Und man auch differenzierter die Vorteile sehen kann, die die kubanische Entwicklung genommen hat. So, also wir haben es hier mit Grundsätzen der Revolution zu tun, ebenso wie das Gesetz, dass jedes Kind 1,5 Liter Milch täglich bekommen soll.
Das sind Dinge, die sind unerschütterlich. Die werden nicht verändert, trotz der Öffnung hin zu einer privatkapitalistischen Entwicklung. So, ein weiterer Aspekt, der einhergeht mit den Veränderungen, die zurzeit auf Kuba stattfinden, das ist, dass der Ausbau oder das Experiment mit Demokratie, wie kann man die kubanische Revolution demokratisieren? Da ist ja so, dass jetzt ins kubanische Parlament wird eine Gesetzesinitiative eingereicht unter dem Titel Ausbau der direkten Demokratie in Kuba. Der partizipativen Demokratie, Entschuldigung. Dieser Gedanke der partizipativen Demokratie ist ja von Chavez in Venezuela übernommen worden. Es geht um ein Modell, wo parallel zu den parlamentarischen Ebenen, sei es Gemeinderäte oder die Nationalversammlung in Kuba, Volkseinrichtungen entstehen, wo im Zuge der Vorbereitung von Gesetzen die Bevölkerung mitbestimmen kann über diesen Charakter, so dass nicht nur die gewählten Abgeordnete über solche Gesetze abstimmen, sondern dass in einen weiten Prozess der Beteiligung der Menschen und mit plebizitärem Charakter. Also jetzt so Griechenland Plebizite als permanenter Zustand. Die Permanenz des Plebizids vielleicht, oder? Was ich glaube, für die Entwicklung einer sozialistischen Demokratie ganz wichtig ist, als Modellcharakter. Das heißt, dieser Ausbau der partizipativen Demokratie in Kuba, das geht einher mit einer Neuordnung dieser Konzeption, die über Sozialismus in Kuba besteht. Ich will ein bisschen einen Ausblick geben, wie sieht Kuba die Prozesse der Linksentwicklung in Lateinamerika. Ich denke, die Kubaner üben ja Solidarität mit diesen Prozessen, aber sie sehen diese Prozesse nicht in einem auf dem Weg hin zum unmittelbaren Übergang zum Sozialismus. Sie sagen, was im Moment wichtig ist, das ist ein neues hegemonialen Block zu errichten zwischen, ich nenne es mal jetzt so ein bisschen wissender lateinamerikanischen Sprache, bei uns wird es immer etwas nüchterner in der Begrifflichkeit rübergebracht. Sie nennen es das Bündnis zwischen den patriotischen Teilen der nationalen Bourgeoisie, der Bauernschaft und der Arbeiterbewegung in Lateinamerika, mit dem tiefen Sinn, dass diese Revolution sich erstmal als antiimperialistische Revolution vertiefen muss, bevor die Möglichkeit für einen Übergang zum Sozialismus wird. Wobei diese Fragen nicht theoretisch starr geklärt werden können, denn wir haben einen Prozess in Venezuela, der etwas anders verläuft, weil man da keine patriotische nationale Bourgeoisie hat, dort hat man nur Compradoren-Bourgeoisie. Ja. Also es gibt keine Bourgeoisie wie in Bolivien, die zusammen mit Evo Morales eine gewisse Industrialisierung des Landes voranbringt zum Wohle des Landes. In Venezuela war die Bourgeoisie immer Miami-orientiert. Die wussten immer besser Bescheid, wie teuer die Preise für Krawatten in Miami sind, als das, was in Venezuela selbst passiert. Das ist der Charakter der venezolanischen Bourgeoisie. Ja? Und das muss man verstehen. Das heißt, in Venezuela kann der Prozess anders verlaufen,
dass die Vertiefung der Revolution, obwohl man eigentlich mit einer nationalen Bourgeoisie zusammenarbeiten will, ja, aber wenn es die nicht gibt, kann man es nicht. Ja? Und dann muss man in den Prozess beschleunigen, der dort stattfindet. Aber in der Regel sehen die Kubaner es so, wir müssen es erst einmal diesen antiimperialistischen Charakter der Revolution vertiefen. Und dazu gehört auch, der Staat muss eine Rolle bei der Industrialisierung spielen, er muss durchaus auch verstaatlichen, es muss die Agrarreform stattfinden und die Souveränität des Binnenmarktes muss hergestellt werden. Das sind die drei Grundsätze dieses Prozesses. Ja? Und natürlich muss parallel dazu die Kooperation der lateinamerikanischen Staaten vertieft werden, weil wenn sich eins gezeigt hat, am Scheitern des Modells, wir sind ja hier an der Uni Hamburg, ich glaube, die haben irgendwann mal in dieser Richtung diskutiert, des Importsubstitutionsmodells der 60er und 70er Jahre, ja, dann war es, dass das alles sehr kleinkariert im Nationalstaat gesehen wurde, der sogenannte Engpass des Flaschenhalses, ja, bei der ökonomischen Entwicklung. Und das soll vermieden werden, indem die Sinnenergieeffekte der lateinamerikanischen Volkswirtschaften miteinander verkoppelt werden und die Arbeitsteilung der Länder in Lateinamerika vertieft wird. Ich sage gerne, es ist noch nicht sehr weit vorangeschritten, aber es ist zumindest eine Absicht. Was, genauso wie Venezuela und immer noch unter dem Fluch der Rentenökonomie, also der Erdölrentenökonomie leidet, obwohl sie eigentlich schon gerne viel weiter wären, als nur Rentenökonomie zu betreiben. Das sind so ein bisschen die strukturellen Probleme. Aber zumindest geht das in diese Richtung, wie die Dinge dort gedacht werden. So, und in diesem Rahmen, also vielleicht noch zu ein paar Aspekten der Privatisierung, die stattfinden, weil, um das besser zu verstehen. Privates Kapital kann nach Kuba kommen und kann unterschiedliche Formen von Eigentum erzeugen. Die Kubaner favorisieren ein Modell der Joint Ventures, aber die sind nicht unbedingt am langen Hebel wie die Chinesen, die einen riesen Markt haben, und wo die Chinesen diktieren können in gewissem Sinne, ja, wie fremdes Kapital und in welchen Eigentumsverhältnissen sich entwickeln kann. Die Kubaner müssen ein bisschen nehmen, was sie bekommen. Das ist ihre Schwäche. Aber sie möchten am liebsten Joint Ventures. Aber sie sind auch bereit, 100% Eigentumsverhältnisse von fremdem Kapital hinzunehmen, sofern dies sich in den Entwicklungsplan einordnen lässt. So, was undenkbar ist in der kubanischen Entwicklung, das ist die Preisgabe der Bodenverhältnisse. Also selbst wenn Privatfirmen ein Haus bauen, Grund und Boden bleibt Eigentum des Staates. Staatlich sind auch staatlich, also verstaatlicht bleiben die Bodenverhältnisse auch, wenn es Initiativen im Agrarbereich gibt. Ja, es gibt höchstens das sogenannte Pachtsystem, Nießnutzungsprinzip, wo die das verpachten können für eine gewisse Zeit, aber es geht nicht im Privateigentum über. So, im landwirtschaftlichen Bereich favorisiert man die Genossenschaftsbildung. Und da sind ja einige Dinge auf dem Weg, aber auch im Landwirtschaftsbereich ist nicht auszuschließen, dass es künftig private Initiativen geben wird. Das hängt zusammen eigentlich mit dem katastrophalen Zustand der kubanischen Landwirtschaft. Da können sich einige fragen, wieso nach 50 Jahren Revolution ist es der kubanischen Landwirtschaft nicht gelungen, die von der Kolonie geerbten wesentlichen Züge zu überwinden. Ich glaube, das müssen wir einmal historisch sehen und einmal sehen anhand der Erfahrungen, die es mit dem Modell des realen Sozialismus gab. Historisch gesehen
war Kuba die längste Kolonie Spaniens. Und Kuba war immer in der Wirtschaftsbeziehung zur spanischen Kolonialzeit darauf ausgerichtet, Kakao, Zucker und ein bisschen Kaffee zu liefern. Dafür bekamen sie aus Spanien alle Produkte. Kuba hat sich noch nie selbstständig von ihrer Landwirtschaft ernähren können. Die einzige Art von landwirtschaftlicher Aktivitäten, die es in der Kolonialzeit gab, war ein bisschen Tropenprodukte wie Yucca und anderes, das in die Städte kam. Aber im Wesentlichen haben die Sklaven kleine Stückchen Äcker gehabt und haben für ihre Selbstversorgung gesorgt. Alles andere kam aus der Mutterkolonie, aus Spanien. Das ist ja sowieso so ein Bild in Kuba. Wer nach Mexiko geht, der weiß, die Mexikaner lieben ihre Tortilla. Die ist aus Mais. Die kommt ja jetzt nicht mehr aus Mais aus Mexiko, sondern aus den USA. Ja. Aber zumindest ihre Tradition liegt in der Mais-Tortilla begründet. Wer in Kuba geht, wird Mais kaum sehen. Also die Kubaner lieben nur Weißbrot. Ja, oder Olivenöl, also Sachen, was die Spanier auch in der Esskultur hinterlassen haben. Und dann kam die Zeit des realen Sozialismus, da wurde die kubanische Landwirtschaft auch nicht auf Lebensmittelproduktion orientiert, sondern mit großen Traktoren wurden Zuckerrohr bearbeitet und wurde dann zu festen Preisen an die Sowjetunion verkauft. Das war von Vorteil, aber das führte nicht dazu, dass die Nahrungsmittelsouveränität in Kuba hergestellt wurde durch RGW. Als dann der RGW zusammenbrach, brach die mechanisierte Landwirtschaft in Kuba zusammen. Wenn jemand in eine Genossenschaft in Kuba zu Besuch geht, der wird dort einen Traktorenpark sehen. Davon funktioniert ein Traktor und die restlichen werden dann ausgeschlachtet wegen Ersatzteile, weil Kuba weder das Geld hat, Ersatzteile zu kaufen, noch hat es genügend Geld, um Diesel zu kaufen. Also bevor Venezuela einsprang, meine so kurz nach ab 93. Und Großteil der landwirtschaftlichen Produktion in Kuba wird mit Muskelkraft betrieben. Wer in Kuba auf dem Land geht, wird sehen ganz viele Ochsen, Karren, mit denen der Boden bestellt wird, weil einfach keine Traktoren und mechanisierte Landwirtschaft da ist. Und das Einzige, was die Kubaner haben entwickeln können, was nicht unwichtig ist, ist die urbane Landwirtschaft. Das heißt so, um die Städte herum oder zum Teil auch innerhalb der Städte wird Gemüse angebaut. Und das ist doch weitgehend, sind die Marktsituationen, also die Situation in den Märkten, besser geworden dadurch. Aber bei der Reisproduktion haben sie jetzt vietnamesische Unterstützung und das bessert sich auch ein bisschen. Aber sie müssen immer noch 70% ihrer Nahrungsmittel importieren. Und solange Kuba dieses Problem nicht löst, der Lebensmittelsouveränität, werden enorme Devisen verloren gehen beim Import von Lebensmitteln in einer Welt, wo die Lebensmittel knapper werden und die Preise höher für Lebensmittel. Ja, was ja ein enormes Problem darstellt. Das heißt, sie werden so sehr die Kubaner auf nachhaltige Landwirtschaft setzen. Das wollen sie ja im Wesentlichen auch beibehalten, werden sie nicht auskommen, ohne dass es wieder zur Mechanisierung der Landwirtschaft kommt, ohne dass man gewisserweise wieder Dünger einsetzt zur Bodenmelioration. Ja? Also ohne dem wird Kuba letztendlich nicht auskommen. Und die Krise der Landwirtschaft ist ein ganz neuralgischer Punkt, der überwunden werden muss. Wir alle wissen, dass alle nachholende Modelle erfolgreicher Industrialisierung sich organisierten um ein landwirtschaftliches Mehrprodukt herum. Also wer sich anguckt, die Erfolgsstory der nachholenden Entwicklung in Dänemark. Dänemark war ja ziemlich zurückgeblieben in ihrer kapitalistischen und industriellen Entwicklung. Sie organisierten heute auch eine Industrienation zu sein auf der Grundlage,
dass sie die Überschüsse ihrer Landwirtschaft verarbeiteten und um diese Überschüsse herum erstmal eine Konsumgüterindustrie aufbauten, um später sogar überzugehen, Maschinen zu entwickeln, wie man feinen Schinken schneiden kann. Ja, nur um es mal so ein bisschen in dieser plastischen Art und Weise darzustellen. Solange Kuba nicht damit arbeiten kann, auch einen Überschuss an landwirtschaftlichen Produkten zu haben, wird sich auch dieser ganze Bereich der Konsumgüterindustrie und der möglichen industriellen Impulse auf die Entwicklung eigener Technologien in diesem Bereich nicht entwickeln können. Deshalb so zentral diese Schlacht um die landwirtschaftliche Entwicklung. Und da ich, glaube ich, schon sehr lange geredet habe, sollte ich hier zum Schluss kommen. Vielen Dank. Bezüglich der Landwirtschaft. Da macht sich die demografische Entwicklung in Kuba kommt da fatal zum Tragen, weil es kaum noch Arbeitskraft im Land gibt. Und die Arbeitskraft, die es gibt, hat einen sehr geringen technologischen Stand. Da gibt es viel Arbeit, um die Arbeitskraft, die da ist, technologisch zu entwickeln. Die fehlende Arbeitskraft kommt auch hervor, und das ist der Fluch der Revolution, dass fast alle Bauernkinder heute Philosophen und Ärzte sind. Der enorme Bildungsstand, den Kuba erreicht hat, der führt dazu, dass die jungen Menschen das Land verlassen und in den Städten Techniker oder Philosophen oder Ärzte werden. Das ist ein großes Problem. Es gibt nicht genug Arbeitskraft auf dem Land. So, was ich vergessen habe, wo stehen die realen Chancen, dass Kuba sich entwickeln kann? Die liegen wiederum in den Bildungserrungenschaften begründet. Also Kuba hat eine ganze Menge investiert in Forschung. Also sie haben ein ziemlich bedeutsames Biotechnologieinstitut in Havanna, das sehr führend ist in der Tropenmedizin, vor allem in der Tropenpharmazeutik. Sie haben schon eine Reihe von Produkten entwickelt, die sich sehr bewährt haben in der tropischen Veterinärmedizin, aber auch in der Humanmedizin haben sie, insbesondere in der Krebsforschung, haben sie wichtige Schritte nach vorne getan. Die Problematik Kubas ist die Unterkapitalisierung. Das heißt, diese ganzen Patente, die sie entwickelt haben, in der wissenschaftlichen Arbeit jetzt auch in Produktion umzusetzen. Das heißt, vor allem die Linien in der pharmazeutischen Industrie, eines der großen Ziele mit der Freihandelszone in Mariel, ist es, eine große Pharmaindustrie dort zu entwickeln. Die Problematik, die sie da haben, ist, sie werden keine Hilfe bekommen von den Großkonzernen, die natürlich versuchen werden, alles zu verhindern, dass Kuba auf diesem Segment sich weiterentwickeln kann. Die internationalen Großkonzerne. Ja, ja, natürlich, die internationalen Bayer und wie sie alle heißen. Ja. Und dennoch ist dieser Bildungsniveau, die Qualifizierung der Arbeitskraft, die Patente, die Kubaner haben, sind dabei sehr wichtig. Und vielleicht ein Punkt, was kubanische Wünsche sind hinsichtlich der Bundesrepublik. Wir haben ja noch gar nicht durchleuchtet, was bedeutet diese Annäherung der USA an Kuba. Müssen wir irgendwie jetzt in der Diskussion nachholen. Jedenfalls nur ein Satz dazu. Die Kubaner bauen nicht darauf, dass das sehr weit gehen wird. Ja, also über das, dass Botschafter ausgetauscht werden, diplomatische Beziehungen, sehen Sie da nicht viel Bewegungsraum. Einmal, weil Obama gar nicht so kann. Er hat seinen Kongress, der sich gegen, wo er keine Mehrheit hat. Anders, er hat auch seine Möglichkeit nicht ausgeschöpft. Aber das Hauptproblem, das im Moment bei einer Entkrampfung der Beziehungen zwischen Kuba und Venezuela auf dem Weg steht, das ist Venezuela. Die USA möchten, dass Kuba Venezuela fallen lässt. Und die Kubaner antworten daran, das ist unser Grundsatz. Wir stehen solidarisch zu Venezuela, und außerdem ist Internationalismus.
in unserer Verfassung verankert. Wir können gar nicht anders. Ja? Ja. Das muss man sehen, aber das ist eines der Probleme, diese Solidarität mit Venezuela zu einer Zeit, wo die USA versuchen, Venezuela zu kippen, ja, ist natürlich ein Problem bei der Entwicklung der diplomatischen Beziehungen. Was Deutschland anbetrifft, hat der Steinmeier jetzt erstmal seine Reise zurückgestellt. Dennoch der große Wunsch der Kubaner, was Deutschland anbetrifft, ist, Kuba baut sehr darauf, auf nachhaltige Entwicklung und vor allem Entwicklung der erneuerbaren Energien. Also das heißt Windkrafträder, Solarinseln, wenn da Hilfe kommen kann, das ist das, was sie im Moment prioritär sehen. Ich hatte ja vor 3 Jahren ein Treffen mit Fidel Castro. Ja, das war in einer Runde gewesen von einigen Intellektuellen aus Lateinamerika und auch aus Europa. Und da hat Fidel Castro an einem Punkt gesagt, wir haben in der kubanischen Revolution verschiedene Fehler gemacht. Der erste, das war unsere Diskriminierung von Homosexualität. Da sagte Castro, ja, wir waren lateinamerikanische Machos, ja, in unserer Sozialisierung und wir konnten uns das Problem einfach nicht vorstellen. Jetzt sind wir dabei, das zu überwinden. Ja. Der zweite Fehler war gewesen während der Kuba-Krise 1961. Und der dritte Fehler, sagte er, war, dass wir darauf gesetzt haben, die Atomenergie in Kuba entwickeln zu können. Aber zum Glück ist uns das Geld ausgegangen und wir da nicht weiterarbeiten konnten in dieser Hinsicht. Nein, die kubanische Entwicklung, so wie sie angelegt ist in Landwirtschaft und auch in der industriellen Ausrichtung, die sie begehen wollen, setzt auf Nachhaltigkeit. Und das ist ein ganz wichtiges Element, den die deutsche Solidaritätsbewegung berücksichtigen muss. Dort, wo wir können, sollten wir unterstützen durch Projekte in kleinen Dörfern, Schulen, dass regenerative Energien zum Einsatz kommen. Ja, es gibt genug Wind, es gibt genug Sonne, ja, und da kann eine ganze Menge an Energie erzeugt werden in Kuba. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir so viel erfahren können. Und jetzt können wir diskutieren erstmal. Ja, klar. So geht das. Ja. Ich möchte zu der Aktualisierung der Wirtschaft was sagen. Und zwar finde ich die Charakterisierung als Öffnung zu privatkapitalistischen Initiativen sehr missverständlich. Ja, du hast das eben nochmal dargestellt, China hat 40% noch staatlich, der Rest ist privatwirtschaftlich und andererseits haben sie ein paar Fehler gemacht, den wollen die Kubaner nicht machen. Und ich habe immer gehört dort, wir wollen weder das chinesische noch das vietnamesische Modell, dass sie das ganz klar gesagt haben. Was da privatisiert, der Privatsektor, das ist ein Dienstleistungssektor, den sie gemacht haben. Und das war auch Resultat hauptsächlich davon, dass im staatlichen Bereich zu viele Arbeitskräfte waren, die in dieser ganzen Sonderperiode, weil sie niemanden entlassen haben, haben die ihre Arbeitsplätze 2- und 3-fach besetzt. Und das versuchen sie jetzt zu korrigieren. Dass 500.000 Leute sind jetzt in diesem Privatsektor, aber als Dienstleistungssektor. Das sind Friseure, das ist sind Restaurants, das ist und so weiter. Das heißt, und Handwerk. Sie wollten eigentlich, manche sagen 1 Million, manche sagen 2 Millionen, wollten sie eigentlich in diesen Sektor übertragen, sozusagen. Aber da das alles auf freiwilliger Basis läuft, da wird niemand gezwungen, haben sie bisher nur 500.000 geschafft. So, das ist die eine Seite und da kann man meines Erachtens nicht sagen, Öffnung privatkapitalistische Initiativen. Die zweite Seite ist, dass was mit diesem privaten ausländischen Kapital ist. Es gibt eben kein kubanisches Kapital, also privatkapitalistische Initiativen, dass man das nicht so verstehen darf, dass jetzt ein Kubaner
Also ein Kapitalist werden kann in Kuba. Das ausländisches ganz wichtig, Kapital, ja. Das finde ich ganz wichtig, dass man das nochmal sagt. Die, es gibt eben auch für diese Joint Ventures die Regel, dass die kubanische Arbeiter über kubanische Agenturen einstellen müssen. Die können nicht einfach irgendjemanden einstellen, dem zahlen, was sie wollen, Löhne drücken oder irgend sowas. Finde ich auch ganz wichtig. Dann, was ist jetzt mit dem staatlichen Bereich? Also der industrielle Bereich ist staatlich, soweit. Und da gibt es das Problem halt, dass die Löhne niedriger sind als zum Teil im Privatsektor. Und das müssen sie irgendwie versuchen zu verändern. Ne? So. Und sie versuchen das dadurch, dass sie sagen, auch in diesem Bereich muss die Willensbildung und das und was mit dem Geld gemacht wird, was dort erwirtschaftet wird, anders laufen. Dass 50% des Erwirtschafteten sollen demnächst in den einzelnen Betrieben verwendet werden. Und es gibt jetzt schon eine Riesenbewegung, dass sich die Leute bilden lassen in Ökonomie. Die Regierung lässt sich beraten von 80.000 Leuten, die in einer Nichtregierungsorganisation sind, das sind Buchhalter, Ökonomen, die machen das alles ehrenamtlich. Also das ist eine breite soziale Bewegung, die Sachen anders eben zu machen. Ne? Also das ist, meines Erachtens kann man nicht von einer privatkapitalistischen Initiative sprechen. So, es kann natürlich passieren, wenn jetzt die Industrialisierung läuft, wenn die Blockade fällt und Marielle, also ein Industriehafen, als Verteilstation für ganz Lateinamerika wird, wo riesen Containerschiffe anlegen können, deswegen wird er ja gebaut, dass dann sich nochmal neue Prozesse ergeben, kann sein. Aber ich denke, dass die da genau drauf achten werden und gucken und dass sie ja immer sagen, sie machen erst das in einen kleinen Teilbereich und gucken sich das an und versuchen, keine Fehler zu machen, weil die für den Sozialismus glücklich sind. Also erstmal Frau Backhöhle. Olaf hat sich noch gemeldet? Ja, ich finde am meisten interessant, was den Charme des kubanischen Sozialismus ausmacht. Und dass man darüber diskutieren kann, wie sich diese Gesellschaft ohne die Grundstrukturen aufzugeben weiterentwickeln kann, wobei wir uns immer vor Paternalismus hüten sollten. Also ich finde das Charmante, was ich immer Sozialismus mit Musik nenne. Also es ist neudeutsch gesprochen ein humanistisches Projekt. Denn selbst also der Human Development Index der UNO, der in etwa fast alle Länder umfasst, so 190, und oben stehen häufig Schweiz und Norwegen und so weiter, und dann die richtig imperialistischen Länder, und am Ende so ein Land wie Sierra Leone, muss Kuba einordnen in die erste Gruppe der höchstentwickelten, also an diesem HDI-Index gemessen, Länder. Da sind, glaube ich, 50 Länder drin und Kuba ist im alleruntersten Drittel, aber unter den bestbewerteten Ländern nach diesem Index. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, wo du sagtest, Bauern werden zu Philosophen und Ärzten. Und das ist dann auch das beste Exportmodell auf der ganzen Welt. Und ich meine, dass das also auch dann die Diskussionsfreude, die da vorhanden ist, der hohe Wert von Kultur, also es ist bestimmt ja auch Literatur und Film und solche Geschichten, das macht, glaube ich, auch die Stärke dieser Gesellschaft eigentlich aus. Das ist ja nicht so kantig wie woanders, wo man vielleicht noch von Sozialismus oder Übergang zum Sozialismus sprechen könnte. Und das finde ich sehr, sehr beispielgebend. Das heißt, wie sehr also die kulturelle Bildungs- und Gesundheitsfrage eine Rolle spielt, denn die durchschnittliche Lebenserwartung auf Kuba ist so hoch wie in den USA. Oder manchen Schwerpunkten sogar höher. Sie ist höher. Ja, es gibt unterschiedliche Einschätzungen, aber es sind etwa gleich. Also muss man mal bedenken, die USA sind eines der reichsten, entwickelsten Länder der Welt, also jetzt am Industriemaßstab gemessen. Kuba ist eigentlich ein leicht hauchzart industrialisierter Agrarstaat, ne? Oder
Ländchen, kann man ja auch sagen. So, das finde ich sehr bemerkenswert dabei. Und was man selber daraus finden kann, dann ist, was man, meine ich, für hier auch daraus lernen kann, ist, wie sehr es sind Vorstellungen und Aktivitäten für gesellschaftliche Progression an diesem HDI-Index, also der humanen Entwicklung gemessen. Ich finde, das ist sehr überzeugend und kann auch für hier eine sehr große Rolle spielen. Deshalb ich auch meine, dass unser Wirken für Bildung und Kultur hier eine viel größere Rolle haben wird. Ganz abgesehen davon, dass man richtig aufklärt über das, was in diesen Ländern wirklich vorhanden ist, das finde ich sehr gut. Es sind ja viele Ideologien und Märchen, Schauermärchen vorhanden und dass man auch konkret direkte solidarisch sein kann, wie Computer oder sowas. Aber der Lerneffekt für die Welt, meine ich, ist sehr groß. Ich habe zwei Fragen. Gibt es eine Strategie zur Devisenbeschaffung in Kuba? Und wenn ja, inwieweit ist das kompatibel mit den noch bestehenden Blockadegesetzen der USA? Wenn ich jetzt im Niedriglohnsektor, also lohnintensive Arbeit, wenn man das in Kuba ansiedeln würde, würde das überhaupt gehen, aufgrund dieser Blockadegesetze der USA? Soll ich gehen? Ja. So, Olaf, ich habe deinem Bemerken nichts hinzuzufügen, das ist völlig richtig. Ja? Und man könnte das durch noch viele weitere Beispiele anreichern, die positive Errungenschaften in Kuba und wo auch man viel mehr die herausstellen muss, ja, als Errungenschaften, die für eine andere und bessere Welt dastehen. Hast du eins? Bitte? Sag doch eins. Ja, noch ein Beispiel ist, Kuba hat nicht nur, also in was die Zustand des Alters, wenn Mensch Kuba hat die meisten 100-Jährige. Nicht Japan, wie oft gesagt wird, sondern die meisten 100-Jährigen leben in Kuba. Was ja auch darauf hindeutet, wenn du kein gutes Gesundheitssystem hast und wenn du nicht eine stressfreie Atmosphäre hast in der Gesellschaft, ja, wird das nicht möglich. Aber da spielt Musik eine ganz, ganz große Rolle. Ja, ja. Nein, aber du kannst da Details auch gehen in das Bildungssystem auch, die Stärke des humanistischen Bildungssystems, der Versuch, keine Fachidioten in den Schulen groß werden, also zu erziehen, sondern tatsächlich Menschen mit einem sehr breiten Bildungsrahmen. Also sowas passiert ja selten woanders, wahrscheinlich nur in Kuba. Wir waren da bei der Feierlichkeit 70 Jahre Befreiung vom Faschismus, dass das ICAP mit der russischen Botschaft organisiert hat im Nationaltheater, und davor kam einer und fragte, wo wir herkommen, Deutschland, und dann fängt er uns an mit einer Hegel-Debatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste alles, was ich noch von Hegel aus der Phänomenologie des Geistes wusste, weil er versuchte, die Dialektik zu erklären. Nach meinem Geschmack etwas zu idealistisch, ja. Aber okay, aber allein so eine Debatte so weit, 12.000 Kilometer entfernt, ja, und diesen Stand zu haben, ja. Und wenn jemand in Kuba geht, und das hebt Kuba ganz stark von Lateinamerika ab, ist der hohe Bildungsstand der Menschen, der Informationsstand. Ja, das macht sich in der Gesellschaft sehr stark bemerkbar. Was Brigitte gesagt hat, das ist richtig. Also es ist nicht das Ziel der kubanischen Politik, der wirtschaftlichen Öffnung, eine kubanische Bourgeoisie zu entwickeln. Das ist nicht die Zielvorstellung, wobei, wenn der Prozess läuft, weiß man nicht, wohin es geht. Also es ist ja nicht, ich versuche immer zu sagen, dieser Prozess ist nicht gefahrenlos. Das wissen aber die Kubaner auch selbst. Deshalb versuchen sie, in diesem Prozess zu experimentieren und zu korrigieren. Ja? Wenn ich spreche von privaten Bereichen,
Da meine ich ja nicht die Bereiche, wo jetzt Selbstständigkeit eintritt, ja, sondern ich meine die Bereiche, die von außen kommen, das Kapital, das ins Land kommt und das befähigt sein wird, 100% Privateigentum dort hinzustellen auf der Ebene. Das Problem ist allerdings schon, dass sich die soziale Schere auf Kuba breitet. Also du siehst schon, dass es eine neue Kulakenklasse gibt auf Kuba. Ja, ich weiß nicht, ob es sie nicht schon immer gab oder jetzt eher die Möglichkeit haben, es zur Schau zu stellen. Also es gibt eine Spreizung der sozialen Schere und das ist ein Problem in dem Modell. Das macht sich vor allem durch die doppelte Währung auch, kommt das zum Tragen. Da gibt es ja auch die Ziele, die doppelte Währung wieder abzuschaffen, aber das hängt davon ab, ob die Produktivität der kubanischen Wirtschaft steigt. Aber das Ziel ist nicht, die Wirtschaft auf der Grundlage von kubanischen Privatkapitalisten zu betreiben, sondern man wird die kubanische Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, aber man wird sie auch eine Zeit lang schützen müssen vor ausländischen Importen. Das heißt, das Ziel ist nicht, die Betriebe zu verscherbeln, sondern sie in der Substanz als Staatsbetriebe zu erhalten, mit starken Selbstverwaltungselementen in den Betrieben. Das heißt, man organisiert die Wirtschaft auch dezentraler. Auch künftige Pläne werden nicht wie im Schraubensozialismus jede einzelne Schrauben durch die Planung vorgeben, was produziert wird, sondern die Betriebe werden weitgehende Selbstständigkeit haben, was Produktion und Produkte und Initiativen in der Wirtschaft sein werden. Wobei meiner Meinung nach, meinem Geschmack, ist noch nicht ganz so das Problem gelöst, den wir im jugoslawischen Modell des Selbstverwaltungssozialismus hatten. Gibt es einen Austausch zwischen den reicheren Betrieben und den ärmeren Betrieben? Das fand in Jugoslawien ja nicht statt, dass die Ärmeren die Reicheren, die Ärmeren unterstützten. Da sind so die Aussagen von der kubanischen Seite noch ziemlich vage, was passiert mit den Betrieben, die im Moment nur Verluste machen. Wird man denen unter die Arme greifen oder wird man die irgendwann schließen? Da besteht, wie gesagt, soweit keine Klarheit. Ob in Kuba, natürlich wird das kubanische Modell weder Vietnam noch China sein. Aber sie sind Referenzpunkte, ebenso wie Bucharin. Ich weiß nicht, ob es für euch ein Begriff ist, die neue ökonomische Politik unter Lenin und Bucharin ist ein Referenzpunkt für die kubanische Entwicklung. Da hatten wir in der Partei jemand ein Zitat von Bucharin rausgesucht, den er mir vorgelesen hat, um in etwa zu beschreiben, wie sie diese Sache angehen. Ich habe mir extra dieses Zitat auf Deutsch rausgesucht, um es auch so in der übersetzten Form wiedergeben zu können. Da wird zitiert aus einem Interview, den Bucharin am 29. Juni 1920 bei der Wiener Roten Fahne gegeben hatte. Er sagt: Das Staatsruder sichern, keine politische Konzession und möglichst viele ökonomische. Die Opportunisten denken von uns, wir würden erst ökonomische und dann politische Konzessionen machen. Aber wir machen ökonomische Konzessionen den Kapitalisten, aber wir werden keine politische Konzession machen. Ja? Also so in etwa umschrieben sie in dem Kern den Weg, den sie in Kuba gehen und beschreiten wollen. So, Devisen. Ziel ist in Kuba eine stärkere devisengenerierende Produktion auf den Weg zu bringen. Bisher ist es so, dass die Devisen, die eingenommen werden aus dem Tourismus, und der Tourismus ist im Moment die hauptsächliche devisengenerierende Sektor auf Kuba, fast vollständig
für Bildung und Gesundheit drauf geht. Ja, also diese 2-3 Milliarden Dollar, die Kuba über den Tourismus einnimmt. Darüber hinaus gibt es noch ein bisschen was Zucker und Rum und Tabak anbetrifft und es gibt Nickelproduktion, die Kuba exportiert. Das ist zu wenig. Also deshalb ist der Hauptkern, um den sich die kubanische Devisen generierende Industrie entwickeln will, ist die pharmazeutische Produktion. Also darauf bauen sie ganz stark. Ein wenig bauen sie in der Landwirtschaft darauf, dass sie so die sogenannte Cash-Crop-Produktion haben, also Früchte für den Export, wobei sie da die Gefahren sehen der Monokultur, das wollen sie auch nicht, das kann höchstens eine Randerscheinung sein, das ist aber nicht ihr Hauptkonzept, das sie haben. Aber im Wesentlichen Industrialisierung, sie nennen es einen produktiven Sozialismus zu errichten, der in der Lage ist, auch Wohlstand zu generieren in der Gesellschaft. Und das werden sie nur tun können, wenn sie auch eine devisengenerierende Industrialisierung haben. Es gibt noch Deviseneinnahmen über familiäre Beträge, die überwiesen werden. Ja, aber das macht den Braten auch nicht fett auf Kuba. Die Fachkräfte. Bitte? Die Fachkräftebildung. Mittlerweile ist es so, dass über den Medizinsektor natürlich sehr viele Devisen eingenommen werden von Ärzten, die ins Ausland gehen und helfen. Das nimmt in etwa, liegt aber unterhalb der Tourismusindustrie. Nein, überall. Ja, ist es schon oberhalb? Oberhalb, ja. Gut. Das ist ein Sektor, aber wie weit der ausbaufähig ist in einer Situation, in der sich doch schon Ärztemangel auf Kuba bemerkbar macht, ich glaube nicht, dass das noch weiter ausbaufähig ist. Ja? Also die Information, die ich habe, ist, dass es ein Sektor, der aber nur limitiert sich noch entwickeln kann. Zumindest aus den Gesprächen, die wir hatten. Ja? Das muss man leider als kleine Ergänzung dazu, was du jetzt angetippt hast. Also es gibt inzwischen seit ein paar Jahren auch die ersten Klagen. In der Bevölkerung auch, dass zum Teil genau das, was so vorbildlich über Jahrzehnte sich in Kuba entwickelt hat, zum Teil Lücken bekommt, nämlich die ärztliche Versorgung, zum Teil auch im Bildungsbereich. Also es werden zum Teil Studentinnen, Studenten, die gerade mal fertig studiert haben, ins sogenannte kalte Wasser geworfen. Das sind also da erste Klagen darüber, dass sie einfach nicht qualifiziert werden. Das ist leider ein Problem. Also du hast das dezent ausgedrückt, das ist nicht unbegrenzt vermehrbar. Also ich denke, ich weiß nicht, wie in der Administration bzw. in den entscheidenden politischen Kreisen da inzwischen reflektiert wird darüber, aber ich denke, Sie werden es mitbekommen haben, dass das eben nicht unbegrenzt vermehrt wird. Ja, das haben Sie uns so gesagt im Gespräch in der Partei. Zu viel ist. Ja? Das haben Sie uns so mitgeteilt in den Gesprächen, die wir hatten. Ja, ja, ich stehe jetzt mal in die Stimme des Volkes wieder. Ja, aber die korrespondiert also mit dem, was gesagt wurde, wobei Sie es auch in der dezenten Art und Weise rübergebracht haben, wie ich sie eben rübergebracht habe, dass das nicht mehr ausbaubar ist. Entschuldige, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ich bin Stimme des Volkes wieder, dann mache ich das mit ein bisschen, also ich lebe seit anderthalb Jahren in Kuba und ich kriege das mit. Im Übrigen eine kleine andere positive Ergänzung, es ist inzwischen nicht nur so, dass die Lebenserwartung bei der USA liegt, sondern es ist nach neueren UN-Untersuchungen die höchste in der Welt, was mich sehr überrascht hat, aber es ist so. Und das ist tatsächlich ein Einblick, was du vorhin auch gesagt hast, also zu der Form der Lebensqualität, die wahrlich nicht, also ich sage auch immer in Diskussionen, es ist in Kuba nicht das Paradies ausgebrochen, aber es gibt Lebensqualitäten, die uns schon längst abhanden. Dazu gehört auch Herzinfarkte, sind eher selten auf Kuba. Herzinfarkt! Ja. Ja, bitte.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Währungen. Ich meine, ich finde es ja schon interessant, dass heutzutage, also nicht an jeder Straßenecke, aber sehr viele bei den Bankautomaten, ich schon zwei Bedienfelder habe, einmal in Kuk und einmal in nationalen Pesos. Gibt es denn irgendwelche Indikatoren jetzt oder schon Zeitraster, dass man sagt, ja, wann wird es so weit kommen, wird man die Währung zusammenführen oder wird es eher erstmal eine Zeit parallel weiterlaufen? Ich denke nur an die Kuk-Läden, die es ja auch gibt, wo es ja dann in meinen Augen eine gewisse Diskriminierung ist für die Leute, die eben nur Nationalpesos haben, davor stehen und sehen, da kann ich nur mit Kuk bezahlen. Nein, das ist nicht mehr der Fall. Das ist nicht mehr der Fall. Die meisten Läden auf Kuba bieten mittlerweile Zahlung in beiden Währungen an, wobei das Umtauschverhältnis 1:25 ist. Ja. Kann man sie dann nicht zusammenführen, die Währung? Das ist ja das Ziel. Das Problem ist, dass da erst wirtschaftliche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, so wie man, ich bin kein Währungsexperte, ich kann ja nur das wiedergeben, was man mir in Gesprächen erklärt hat. Die Problematik liegt, wenn die Produktivität und der Ausstoß der Produktion nicht steigt auf Kuba, wird es nicht möglich sein, beide Währungen zusammenzubringen. Die Problematik ist nämlich die, alles was in Kuba zu 100% mit kubanischen Rohstoffen erzeugt wird, kann mit Peso bezahlt werden. Alles was Importmomente hat, wo Devisen eine Rolle spielen, da spielt Kuk eine Rolle, zum Beispiel Bier. Also die haben hervorragende von der DDR gelieferte Brauereien, die machen sehr gutes Bier auf Kuba. Ja. Oder stimmt doch, oder? Bucanero und. Spitzenbier. Spitzenbier, ja. Kann ich nur erklären, diese ganze Jägerpest. Ja, aber das Problem ist, dieses Bier wird mit Importprodukten Hopfen und Gerste hergestellt. Die Dosen müssen importiert werden. Wenn man nicht beginnt, Dosen in Kuba zu produzieren, die Blechdosen, denen die verkauft werden, wird man nicht dazu kommen, das in Peso National bezahlen zu. Das heißt, es wird diese Doppeltwährung geben. Ja? Es gibt ja jetzt schon ein großes Problem beim Peso National, dass es Produkte gibt, die subventioniert auf dem Markt verkauft werden, wo eigentlich Importkomponente sind und eigentlich die Staatsbetriebe enorme Verluste dadurch machen, aber aus sozialen Gründen diese Preise nicht verändert werden. Übrigens auch als Ergänzung dazu, also Raul hat es ja nun auch schon häufiger gesagt, wir wissen um das Problem und es muss zusammengeführt werden und es gibt auch, großes Problem ist nicht nur dieses, was du gesagt hast, sondern auf einer anderen Ebene auch, dass sich die Leute natürlich in Kuba Gedanken machen. Aha, wenn es denn in Richtung einer Währung geht, wie wird denn das aussehen? Also, was zum Beispiel heißt, dass es schon Leute gibt, die sich denken, aha, der Peso Cubano, der wird bestimmt irgendwie ja aufgewertet werden dann. Also fangen sie schon an, ein bisschen Peso Cubano zu horten. Und das kann natürlich wieder andere Probleme generieren. Ne? Dann hat er sich Olaf nochmal gemeldet, Brigitte. Und ja, ich beharre ja auf dem Charme-Thema. Auf dem? Charme, charmant. Ja. Klischee, aber richtig. Thema. Man möchte bei einem Punkt, den du nur kurz erwähnt hast, nachhaken. Du sagtest, dass du vor einigen Jahren mit Fidel Castro darüber gesprochen hättest, was denn die Fehler gewesen sei. Ja. Und zwar, also erstens Machismo, zweitens Kuba-Krise und drittens Atomenergie. Das widerspricht ja sehr dem, was über Kuba verbreitet wird. Nicht, dass das immer alles zentralistisch, ideologisch, dogmatisch, autoritär, vernagelt, gestrig, jetzt höre ich mal auf, sei und zeugt doch von hoher Einsicht. Genauso wie jetzt die Veränderungen, also auch in den demokratischen Strukturen,
oder die Diskussionskultur in der Gesellschaft. Kannst du dir von dieser Begegnung oder dieser Diskussion und wie sich das entwickelt hat oder was damit gemeint ist, noch näher etwas sagen? Also, Brigitte hat sich noch gemeldet, dann Chris und dann war hier eine Meinung, dann Tim. Ja, vielleicht noch in Ergänzung zu dieser Devisenproblematik. Das eine ist ja, dass eine Währung austauschbar ist. Das ist ja jetzt getrennt. Also die Währung, die austauschbar ist und die für den Binnenmarkt. Und die Austauschbarkeit, die erfordert genau einen bestimmten Stand der Produktivität, weil die sich ja mit allen anderen Währungen in Verbindung setzen muss. Und wenn die zu schwach ist, dann gibt es Riesenprobleme für Kuba. Beim Binnenmarkt ist das eben so, dass bisher die ganze Zeit auch Subventionierung stattfand und regelmäßige Subventionierung stammt noch von früher her, wo es also darum ging, knappe Sachen einigermaßen gerecht zu verteilen. Durch diese ganze Sonderperiode hat sich das überlegt, weil jetzt werden auch Leute subventioniert, die viel Geld haben, gibt es auch in Kuba, so, und die trotzdem eben die subventionierten Sachen kriegen, die es gar nicht nötig haben. Und die Frage ist, wenn du das jetzt aber abschaffst, musst du erst ein Sozialsystem geschaffen haben. Sonst werden die Armen davon betroffen. So, und das müssen sie auf jeden Fall verhindern, sonst hast du dann die Konterrevolution. Ne, also dann nicht mehr. So. Eine zweite Sache, die ich gerne noch einführen möchte, war zur Demokratisierung. Weil ich wichtig finde, es geht nicht nur um Ausbau von partizipativer Demokratie, sondern es geht auch um eine neue Rolle der Partei. Also die soll sich eben aus den Regierungsgeschäften rausziehen und auf ihre eigenen genuinen Aufgaben besinnen. Das ist ja so, wie sich selber aus dem so mit dem Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ist schwierig, aber ich glaube, die sind da auf einem ganz guten Weg. Dann haben die jetzt in einer der Provinzen, in Artemisa, ein Pilotprojekt laufen. Und zwar geht es dann darum, dass früher ist das so, also auch in anderen Provinzen ist das immer noch so, dass der Regierungschef auch zugleich der Verwaltungschef ist. Und das hat immer zugunsten der Verwaltung irgendwie dann den Ausschlag gegeben. Und jetzt in Artemisa ist das getrennt und die haben jetzt zum ersten Mal das Ergebnis, dass die Leute sich auch über die Verwaltung beschweren bei der Regierung. Und das wird jetzt bis Ende des Jahres gemacht und dann wird ausgewertet und dann wird es gegebenenfalls auf die anderen Provinzen übertragen. Chris? Ja, Harry, du hast gesagt, das kubanische sei kein universales oder universelles Modell. Da möchte ich doch mal ein Fragezeichen setzen. Also ich finde das wahnsinnig faszinierend, dass so ein kleines, armes, von wie vielen Jahrzehnten bedrücktes, vom Embargo bedrücktes Land, also dorthin Ärzte, also in andere Länder Ärzte schickt, wo andere Länder deutlich größer und deutlich reicher Soldaten hinschicken. Also bestes Beispiel auch von dir ja schon angesprochen mit Haiti. Oder wenn du sagst, Internationalismus in der Verfassung, da kann man sich ja doch eine relativ große Scheibe von abschneiden, dass da also nicht Egoismus oder Paternalismus oder jeder kehre vor seiner eigenen Haustür oder sowas dominieren, sondern eine tatsächlich universale Menschenliebe. So verstehe ich auch, wenn du sagst, dass da am 1. Mai enthusiastisch gefeiert wurde, weil man begrüßt, dass es Bewegungen in anderen Ländern gibt, sich selber zu befreien und das auch als ein gemeinsames Ding zu verstehen. Ich sehe den Universum und ich sehe diesen Optimismus auch darin, dass du hast von der Krise des unipolaren Systems oder der unipolaren Welt gesprochen. Vielleicht teilst du auch meine Auffassung, dass wir es auch mit einer Krise des neoliberalen Kapitalismus insgesamt haben. Und ich meine, dass dieser enthusiastische Humanismus genau die Krisenlösung ist. Genau das der Ansatz. Vielleicht ist das die Frage. Wie bitte? Genau das Momentum, dass die Krise, wo du auch davon gesprochen hast, also zunehmende Kriegführung in der Welt,
das zu überwinden wäre. Und da wäre meine erste Frage, ob du vielleicht dann diese universalen Momente, wenn du die so also auch also siehst, ob du die noch vielleicht nochmal näher bestimmen könntest, was das vor allem für uns hier und heute bedeutet. Denn ich würde das auch so sehen, dass den Kubanern, glaube ich, viel mehr geholfen ist, wenn wir hier in der Höhle des Löwen gegen Zerstörung, Krieg und Ausbeutung kämpfen. Zweiter Thema mit der Pharmazie und der Medizin. Also ich finde, auch was jetzt hier in der Diskussion ein bisschen angeklungen ist, dass man da nicht, also dass höchstens das Gleiche, aber nie dasselbe ist. Also ich weiß, dass also es gibt pharmazeutische Produkte, die einen viel, viel höheren Gebrauchswert haben, als den Dreck, der hierzulande produziert wird, einfach weil dieser humanistische Impetus viel größer ist, weswegen dann zum Beispiel viel mehr darauf geachtet wird, dass Produkte oder pharmazeutische, also Medizinprodukte, keine Nebenwirkungen oder weniger Nebenwirkungen haben oder dass das zumindest viel stärker Berücksichtigung findet, weswegen der Effekt dieser Medikamente ein viel, viel höherer ist oder sein könnte, als das, was uns so verabreicht wird. Vielleicht könntest du dazu nochmal was sagen, weil ich meine, dass das auch mit der Öffnung zu den Vereinigten Staaten eine Rolle spielt. Ich weiß, dass US-Pharmaziekonzerne ziemlich darauf liebern, nach Kuba zu kommen, weil die einfach total gute Produkte haben und die an diese Produkte ran wollen und die gerne vermarkten. Mhm. Noch zwei vielleicht, also eine Meldung gab es hier. Also ich muss sagen, also es hört sich ja sehr positiv jetzt an von allen Leuten, die so das kubanische System ja den Sozialismus da wahrnehmen. Ich muss sagen, ich bin Kuba-Reisende, ich habe viele Freundschaften in Kuba und so weiter und ich muss sagen, das reale Leben in Kuba ist nicht schön. Es gibt viele, viele, viele Probleme da. Es gibt ja, wie vielleicht die meisten wissen, über eine Million, glaube ich, Exil-Kubaner. Das in Bezug auf die Bevölkerung bezogen, da sind ja ungefähr 11 Millionen Einwohner, das ist fast ein Zehntel der kubanischen Bevölkerung, die aus Kuba weggegangen sind aufgrund der Bedingungen. Es ist wirklich so, dass ich das Bildungssystem, das stimmt, der Bildungsstand ist extrem hoch und so weiter. Aber letztendlich, was bringt das, wenn die Kubaner sozusagen sich nicht wirklich versorgen können, auch mit vielleicht für deutsche Verhältnisse guten Job? Ich habe Leute kennengelernt, die haben ein Studium abgeschlossen mit Bravour und so weiter, waren in ihrem Job tätig und haben sich nachher entschieden, für ein Hotel zu arbeiten, Sonnenliegen einzusammeln, weil letztendlich das rentabler war, als in ihrem Job zu arbeiten. Wie auch die meisten vielleicht wissen, Kuba importiert ja ungefähr 70% aller Lebensmittel und so weiter aus dem Ausland. Das heißt, die Sachen, sozusagen, die sie mit ihren Pesos sich noch leisten können, das ist ja wirklich sehr einseitig. Also es ist ja wirklich Reis, Brot und so und das war's. Also wirklich, die Unzufriedenheit ist so extrem hoch und ich muss ganz ehrlich sagen, also wie das jetzt so ein bisschen dargestellt wird, dass es ein ganz, ganz tolles System ist und vielleicht Leute zufrieden sind oder so, es klappt nicht. Also es müssen mehr Investitionen her. Die Frage ist natürlich, wie diese Investitionen, woher die kommen. Wenn das kein Fremdkapital sein soll, sage ich mal, dann frage ich mich, wie wird die Wirtschaft angekurbelt, damit nicht noch mehr Leute abwandern und damit nicht irgendwie das Bildungsniveau nachher untergeht, weil die Leute nicht mehr im Job tätig sind. Ja, ich kann jetzt zwei Punkte aufgreifen, die vorher schon genannt waren. Kurz das eine, was Olaf jetzt aufgerufen hatte mit doch der hohen Diskursivität, ich weiß gar nicht, da war es noch nicht da, dass die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in einem relativ breiten Abstimmungsverfahren mit 200.000 Änderungsanträgen gemacht wurden. Das ist ja das nächste Problem. Ich wollte fragen, für diese doch sehr aufmerksame Lernwilligkeit, Entwicklungswilligkeit, Nachsteuerungswilligkeit, also sozusagen die Antidogmatik, welche Rolle dabei tatsächlich der Internationalismus spielt, weil ich den Eindruck habe, dass das ein ganz wesentliches Element ist, was da in der Verfassung drin steht, dass man auch sehr aufgeschlossen ist zu gucken, was woanders passiert. Und dann zweitens aufgreifend das, was Chris gesagt hat zum Gesundheitswesen und zu der Verallgemeinerungswürdigkeit und der Universalität.
ich meine, dass das auch dazu führen kann, wenn man das so begreift, dass man ein sehr großes Selbstbewusstsein hat für die humanistische Qualität, die man realisiert, von wegen der richtigen Krisenbeantwortung, was jetzt auch solche Kooperationen betrifft, gerade in dem Bereich, was aufgerufen ist mit der Pharmazie. Also tatsächlich ist ja der kubanische Medizinansatz insofern bemerkenswert, als dass er wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das wird auch eine Einheit mit dem, was du gesagt hast, umfassende Bildung und nicht Fachidioten. Und von diesem Umfassenden wird eben auch der Mensch umfassend begriffen. Und dann kann man auch eine adäquate Medizin, dem menschengerechte Medizin angehen. Was ja auch bedeutet, dass beispielsweise potenzielle Kooperationspartner, ich würde jetzt nicht unbedingt den US-amerikanischen Pharmakonzern dahin einladen, aber beispielsweise seitens der Chinesen doch ein enormes Interesse da sein muss, zu sagen, wir haben hier bestimmtes technisches Know-how, aber kaum die notwendige humanistische Qualifikation, die aber in dem Gesundheitsbereich von wegen eine Antwort auf Krebs, also wer hat die sonst auf der Welt, also zu sagen, da muss doch eigentlich eine große Neugier bestehen, zu sagen, ja, bestimmte Regularien und Pläne, die ihr uns vorgibt, die nehmen wir an, weil hier eine Entwicklungsoffenheit, Notwendigkeit und Perspektive drin liegt, die es eben sich lohnt zu sagen, da machen wir unseren technischen Know-how, stellen wir da einen Pharmakonzern her und ihr habt die Massen von qualifizierten Philosophen und Ärzten, die hier etwas wirklich, also verallgemeinungswürdiges und zukunftsfähiges entwickeln. So, also vor dem Hintergrund nochmal, dass das doch auch, was ich nicht, ich muss dich jetzt gar nicht auffordern, sag auch dazu noch was, weil du jetzt so relativ viel was sagen musst. Ich wollte nur sagen, dass ich auch das darin diese Verallgemeinerungswürdigkeit und Universalität sehe, dass eben darin, dass da eine ganz starke Zukunftsperspektive drinsteckt, die die anderen mit ihrer Krisenperspektive eben nicht haben, das auch zu Selbstbewusstsein wahrscheinlich zu solchen Kooperationen führen kann und da viel mehr auch die Perspektive liegt, als wenn man sozusagen jetzt so mit den Währungen und so weiter hin und her schiebt. Also man kann sozusagen sich sehr offensiv der Gesamtwelt stellen in dieser Perspektive. Ja. Also bin ich sehr weit davon entfernt und ich glaube auch nicht, dass in diesem Sinne argumentiert zu haben, die Insel als der perfekte Insel zu bezeichnen. Wir reden aus dem Land der dritten Welt. Ne? Ein Land, das in Lateinamerika existiert und die Bemessung muss an die lateinamerikanischen Verhältnisse gemessen werden. Und wenn man die Situation in Kuba vergleicht mit der in Santo Domingo oder in Haiti oder selbst Länder wie Panama, da wird man sehen, dass die Gesellschaft besser geregelt funktioniert als in diesen kapitalistischen Ländern Lateinamerikas. Wo es mehr zu kaufen gibt, wo es mehr Reichtum gibt, aber konzentriert auf eine kleine Elite, ja, und wo die große Masse der Bevölkerung von der Entwicklung abgehängt ist. Und wenn man das als Bezugsgröße nimmt, nicht Miami und nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern Bezug nimmt Kuba als Insel in der Karibik, dann haben wir verdammt viel geleistet als Insel. Dass die Situation unbefriedigend bleibt, in vielerlei Hinsicht, das ist ja gar nicht abzustreiten. Und das werden die Kubaner auch nie sagen. Ja? Die Kubaner werden nie sagen, dass wir uns messen können. Ja? Aber sie können sich messen an bestimmten Sozialindikatoren, ja? Wo sie sagen, da sind wir Länder, sind wir nicht in der dritten Welt, sondern wir sind zur ersten Welt aufgestiegen, ja, was Kindersterblichkeit, Gesundheitsversorgung, und da sagen sie, seht ihr, man kann ein gutes Bildungssystem haben, auch wenn man ein armes Land ist. Und dann fragen sie immer, warum werden in Berlin Kindergärten geschlossen oder Krankenhäuser geschlossen, ja, wo ihr doch so ein reiches Land seid. Ja. Und ich glaube, dass diese Position und diese Bemerkungen der kubanischen Seite sehr gerechtfertigt ist. Dass perfekt in Kuba nichts perfekt ist, glaube ich, das müssen wir auch so zur Kenntnis nehmen. Und trotzdem ringt man darum, in der Armut, in der man lebt, Humanität als oberstes Prinzip, ja, nachdem die Gesellschaft sich orientiert zu es würde leicht sein, in Kuba mehr Geld einzusparen, wenn man die Kliniken in jeden Landkreis
schließt. Kann ja Kuba bereisen, weil jetzt überall gibt es eine Poliklinik. Ja? Das kostet viel Geld. Und das kostet, und dieses Geld würde sicherlich auch woanders eingesetzt werden. Aber es ist für die Kubaner entscheidend, dass, wenn du Gesundheit haben willst, wenn du Kindersterblichkeit gering halten willst, dann musst du die Polikliniken aufhören. Hier im Westen sind wir dabei, Krankheit und Medizin als Profitquelle zu nutzen. Ja? Und genau das ist, was der kubanische Weg nicht macht. Es soll Medizin, Bildung darf nicht ein Sektor, der durch Profite dirigiert ist, entstehen. So, das Problem ist, das kubanische Modell universell. Das müssen wir entscheiden. Das können nicht die Kubaner entscheiden. Aber die Kubaner werden nie sagen, dass ihr Modell ein Universalmodell ist. Also wir müssen gucken, was sehen wir daraus positiv, wo wir sagen können, das gehört zu allgemein menschlichen Werten, die wir vertreten. Aber das ist ja unsere Aufgabe hier, nicht die der Kubaner. Ja, die sind ein bisschen in Bescheidenheit. Bezüglich, wir werden nie sagen, wir sind das Modell für die Entwicklung. Ja? Dann können sie gar nicht. So, was Fidel anbetrifft, das war eine sehr lange Sitzung. Wir haben über die Krise, damals tobte der Libyen-Krieg. Ja? Und wir haben lange über... Und das war zeitlich ein, wann war das genau? Ja, wann war der Libyen-Krieg? Vor 3-4 Jahren, oder? Das war im Februar 2012, glaube ich. Februar 2012. Ja, die Sitzung ging 9 Stunden. Ja, Fidel redete 8 davon. Ja. Übertreibt man jetzt ein bisschen. Andere haben auch geredet. Ja. Aber es drehte sich einmal um die geopolitische Lage, die durch den Libyen-Krieg entstanden ist. Und zweitens war das Thema eigentlich auch die Rettung der Ökologie und Nachhaltigkeit. Also Frieden und ökologische Bewahrung war das Oberthema gewesen. Er fragte mich, warum ist Merkel aus der Atomindustrie ausgestiegen? Ja? Ich konnte ja nur die offizielle Version, die ich kannte, geben. Ja, und er fragte mir, das reicht mir nicht, sagte er. Als Begründung. Und er sagt, könnte es sein, dass in Europa große profitable Quellen sind mit Öl, das in Kohleschiefer gelagert ist. Ich hatte den Begriff Fracking 2012 noch gar nicht gehört. Das war eine Debatte, die in den USA damals geführt wurde. Aber Cast Fidel war schon völlig bewusst, kannte das alles schon. Ja, und sagt, was, in der Ukraine gibt es große Lager, in Polen gibt es große Lager, auch in Deutschland gibt es große Lager, wo man das Öl aus dem Kohleschiefer herausholen kann. Ja, ich habe mich rausgeredet und gesagt, wir haben hier eine Journalistin der jungen Welt, die wird sich sicherlich daran setzen und wird nachforschen, was da los ist. Ja, naja, die ganze Debatte zeigte, dass es eine ziemlich, erstens, offene intellektuelle Debatte gibt auf Kuba, die hat es schon immer gegeben. Zweitens, das ganze Modell der kubanischen Revolution war nie auf einen Zentralismus ausgerichtet, sondern in Kuba galt immer der Punkt, im Lager der Revolution kann man alles kritisieren und alles sagen, außerhalb des Lagers der Revolution nicht. Und das hat ein bisschen damit zu tun, dass alles, was außerhalb des Lagers der Revolution ist, sind die Miami-Contra. Ja? Dass in Kuba diese Contras wenig Nachklang haben, das sieht man ja jetzt bei den letzten Gemeindewahlen, die es in Kuba gegeben hatte. Kuba wird ja gewählt auf der Grundlage von Persönlichkeitswahlen. Und jeder kann kandidieren und da haben auch zwei von der sogenannten Opposition haben kandidiert, durften auch antreten als Kandidaten, ja, und die sind nicht gewählt worden, sind durchgefallen bei der Wahl. Das zeigt, in Kuba, die Leute diskutieren und kritisieren viel. Und das kann man als Unzufriedenheit wahrnehmen.
Aber die meisten Leute, die Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, sagen aber auch, wir wissen, was wir haben an der Revolution. Das ist der große Unterschied. Das Problem ist, wenn du in der damaligen DDR warst, ja, waren die Leute sehr verschlossen. Kritik hast du kaum welche gehört. Die Leute haben nicht offen geredet. Das ist in Kuba eine ganz, ganz, ganz andere Situation. In der DDR hat man, wenn in bekannten Kreisen der Partei, hat man offener über Probleme geredet. In Kuba redet die Bevölkerung offen über Probleme. Das ist ein sehr großer Unterschied zu der Situation. Und ich denke, das ist nichts Neues. Das hat es immer schon gegeben in der kubanischen Revolution. Und das zeichnet auch den Unterschied aus, den es in Kuba gegeben hat, weil es immer einen breiten Diskurs gab, manchmal etwas paternalistisch, weil Fidel redete sehr lange und. Ja. Aber im Prinzip war die Grundtendenz Kommunikation, Meinungsaustausch auf Kuba. So, zu den Fragen, was ist ein universelles Modell, das von der kubanischen Revolution ausgeht, war eine Frage gewesen. Ich würde mal sagen, und das steht in Zusammenhang auch mit der Frage der unipolaren Welt oder multipolaren Welt. Die Kubaner haben große Besorgnisse über die Entwicklung der Linken in Europa. Ja. Naja, als ich letztes Jahr auf Kuba war, da kam ich gerade an und da tobte der Kampf in Venezuela. Also war ja alles wieder kurz vor dem Putsch gewesen. Und da war eine Kundgebung Havanna und ich sollte sofort dort sprechen auf der Kundgebung. Und nach der Kundgebung, dann kam der Chef der internationalen Abteilung der kubanischen KP, das war gleich nach unserem Hamburger Parteitag, ja? Und er fragte mir, sag mal, wieso habt ihr aus der Präambel denn das Europa, Europa als imperialer Macht rausgenommen? Ja? Und er sagte, ihr müsst eins wissen, ja, entweder ist die Linke in Europa antiimperialistisch oder sie ist keine Linke. Ja? Und das heißt, wenn wir eine Verknüpfung heute machen, was sind die Botschaften, die von der kubanischen Revolution ausgehen, dann ist es der Punkt, dass eine europäische Linke sauber in der Verteidigung der Bewegung in der dritten Welt, die für Fortschritte kämpfen, sein muss. Man kann nicht Bolivien hätscheln und tätscheln und Venezuela mit der Pinzette anfassen, wie es oft in der Partei Die Linke geschieht. Ja? Wir brauchen heute, wenn wir als Linke auf der Höhe unserer Aufgabe stehen wollen, brauchen wir eine breite Solidaritätsbewegung mit Venezuela, was Kuba impliziert in der Situation. Und wir müssen als Partei, das ist sicherlich richtig, dass wir im Parlament sagen, Deutschland muss seine Beziehungen zu Kuba verbessern. Aber wir als Partei, wir müssen stärker die Verteidigung des Modells der sozialistischen Transformation in Kuba und in Lateinamerika verteidigen. Das ist eine antiimperialistische Aufgabe, die wir haben und die aus dem Modell hervorgeht. So, was ich denke, China und Russland spielen eine wichtige Rolle zur Stabilisierung linker Prozesse in Lateinamerika und haben viel beigetragen, auch was Kuba angeht. Aber ich glaube nicht, dass ihre Art der Solidarität auf humanistischen Internationalismus aufgebaut ist, sondern ist Interessenspolitik. Diese Interessenspolitik unterscheidet sich von der des Westens in vielerlei Hinsicht. Erstens,
bei der Zusammenarbeit Chinas, ich weiß nicht, wie es in Afrika ist, da kenne ich die Fälle zu wenig, aber ich weiß von den Fällen in Lateinamerika, ist die Zusammenarbeit immer auf gegenseitigen Nutzen aufgebaut. Also die Chinesen wollen schon einen Nutzen haben, wenn sie was unterstützen. Ja? Aber das gegenseitige Nutzen sieht vielfach so aus, dass die Chinesen auch Technologietransfer vornehmen. Dass sie gemeinsam in Joint Ventures Technologie entwickeln. Bei den Russen ist es ähnlich. In Venezuela haben die Russen mit den Venezolanern ein Joint Venture Produkt, wie sie das Schieferöl, das in Sand gebunden ist und das eigentlich ein sehr kostspieliges Verfahren ist, um das zu lösen. Und wo Venezuela im Orinoco-Delta über die größten Reserven der Welt verfügt, was in Sand gebundenen Öl anbetrifft, gemeinsames Verfahren, technologisches Verfahren entwickelt, um die Kostenpunkt zu senken in diesem Prozess. Da hat Russland einen Nutzen daraus, aber Venezuela hat den Hauptnutzen in dieser Entwicklung. Diese Art von wirtschaftlicher Kooperation würde ich nicht sagen, die jetzt unmittelbar an humanistischen Interessen orientiert ist, aber sie sind ein Fortschritt gegenüber der Wirtschaftspolitik und wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die der Westen betreibt mit diesen Ländern. Insofern unterstützen diese Länder zur Stabilisierung und zur Entwicklung. China ist sowieso ein Thema für sich, das sehr gesondert diskutiert werden muss. Also ich sage es nur so en passant, ich halte nichts davon, die Perspektiven des Sozialismus in China völlig zu begraben. Ich glaube, wir haben es mit einem sehr widersprüchlichen Prozess zu tun. Ich bin da sehr nahe an Theodor Bergmann und seiner Einschätzung, die er über China hat, wo er meint, vielleicht ist er zu optimistisch, aber im Wesentlichen schon, wo er sagt, China hat einen langfristigen Plan und dieser Plan geht davon aus, dass wir den Kapitalismus brauchen, um den Sozialismus zu entwickeln. Das ist in etwa das Theorem. Und auch Sie stützen Ihre Theorie auf Bukharin. Deshalb habe ich es ja auch einfließen lassen, weil man muss ja irgendwo theoretische Axiome haben, worauf man baut bestimmte Entwicklungsperspektiven. Und wer sich die Parteidokumente der chinesischen KP anguckt, so debattieren die sehr, sehr stark die ganze Periode, wie kann die neue ökonomische Politik eine Rolle spielen bei der Entwicklung des Sozialismus. Das war der Ausgangspunkt der Politik von Deng Xiaoping in den 70er Jahren. Und ich kann es sagen, auch heute wird noch darüber in China debattiert. Deshalb bin ich nicht so, China völlig abzuschreiben, aber China hat sehr starke Wirtschaftsinteressen entwickelt, so dass ihre Politik richtet sich nicht nach den Prinzipien des proletarischen Internationalismus, sondern eher nach den Prinzipien chinesischer Interessen in einer multipolaren Welt. Das sind ihre Schwerpunkte, die sie verfolgen. Aber China hat dazu beigetragen, dass der Buspark der öffentlichen Busse in Havanna modernisiert wurde. Das ist mit chinesischer Unterstützung hat das stattgefunden und das finde ich gut so. Ja? So, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe von den Fragen. Fühlen sich alle in ihren Fragen beantwortet? Ja, das scheint der Fall zu sein. Ja. Dann machen wir, finde ich, noch eine kurze Schlussrunde. Also ich habe noch eine. Gitta hatte sich noch gemeldet und vielleicht auch nochmal zu den aktuellen Entwicklungen zum Schluss oder so. Jörg noch. Ja, wir haben ja noch dann, über vieles nicht geredet, aber das können wir nicht schaffen heute. Also, ja. Brigitte, Jörg und dann. Ich würde gerne nochmal eine neue Sichtweise zu deinem Einwand beisteuern. Und zwar sagtest du jetzt ja so ungefähr, 1 Million Kubaner haben das Land verlassen, weil das System so scheiße ist. So hast du das ja ungefähr.
drücke das mal so aus. Und ich finde, dass du da einmal mit berücksichtigen müsstest, dass die erste Auswanderungswelle, das war die kubanische Mittelklasse nach der Revolution, die aus dem Land gegangen ist, weil sie dachten, sie kommen in Kürze wieder und kriegen das Land dann und so weiter und ihr Eigentum wieder zurück. So, das ist natürlich nicht geschehen. Dann gab es eine zweite große Welle der Auswanderung und das hat mit wirtschaftlichen Gründen zu tun. Das war aber der Zusammenbruch nach dem Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe, der Kuba ja war, also als die ganze Sowjetunion und so zusammengebrochen ist. Da ging die Produktion auf 35% zurück, die industrielle Produktion auf 15%. Das muss man sich mal überlegen, was das für das Land bedeutete. Die mussten ja zum zweiten Mal ihre ganze Wirtschaft umstellen, jetzt auf dem Weltmarkt. Und da und zur gleichen Zeit hat ja die USA dann die Blockade überhaupt angezogen, verschärft und die wirkte jetzt dadurch erstmals. Vorher, als sie von der Sowjetunion die Sachen gekriegt haben, wirkte sich die Blockade ja gar nicht aus. So, und in der Situation, ich weiß nicht, welches Land sowas überlebt hätte, also die waren wirklich arm, dann die Leute, also es war also bis an der Grenze des Hungers. So, und ich denke mal, dass dann viele Leute auswandern wollen und das ist ja dann auch erlaubt worden, da gab es ja diese große Auswanderungswelle, dass hat nichts damit zu tun mit dem System, weil Kuba ja überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, bis zu dem Zeitpunkt überhaupt eine Wirtschaft zu entwickeln. Und was ich aber auch nicht richtig finde, jetzt wenn du jetzt immer sagst, man muss es mit der dritten Welt vergleichen. Ja, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite hast du jetzt natürlich ganz viele gebildete Leute, hochgebildete Leute, die wissen, was in der ganzen Welt vor sich geht, die wollen Handys, die wollen Computer, ja. Ist doch klar. Ja, so. Und bisher hat Kuba Wert draufgelegt auf öffentlichen Reichtum und das ist also super. Also diese ganze kulturelle Vielfalt, das ist ja nicht nur Gesundheitssystem und Bildung, wenn du da bist. So. Jazz ist, ja, also das sind Kultur umsonst so und so weiter. Oder wohnen und die Leute haben keine Probleme hier wie hier, also dass sie aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Aber meistens das Eigentum. Das Privateigentum ist gering, das individuelle Reichtum. Und das ist ja im Grunde genommen, was sie versuchen jetzt auch ein bisschen anzugehen, dass sie sagen, wir wollen eigentlich einen wohlhabenden Sozialismus. So. Ja. Aber, also die Frage ist eben, wie schaffst du beides? Hier bei uns ist der Staat abgeschafft, also kannst du fast sagen, öffentliche Eigentum, alles privatisiert. Ne? So. Und da gibt es einen reichen öffentlichen Sektor und nur eben die Leute sind arm. Jörg hat er sich gemeldet und dann. Wolltest du nicht noch antworten? Ja, also eigentlich, was ich mit den Zahlen eigentlich ausdrücken wollte, war eigentlich nur diese sehr starke Unzufriedenheit, die herrscht. Wissen Sie? Es ist so, ich finde ein bisschen, dass. Das Grundproblem ist ja, um in der Agrarwirtschaft weiterzukommen, das ist ja eines der größten Probleme, weil Kuba ja sehr vom Export abhängt, ist ja da sozusagen Kapital zu erringen, um da rein zu investieren, weil wie Sie schon meinten, es gibt viele Traktoren, die nicht mehr funktionieren, es gibt nur einen Traktor und so weiter und deswegen machen sie sich ja abhängig von dem Import. Es ist natürlich super, dass so viel in Bildung investiert wurde und ins Gesundheitssystem. Das will ich gar nicht beschreiben, das ist super. Aber letztendlich, was bringt uns diesen hohen Bildungsstand, wenn, sage ich mal, dieser Grundlebensstandard halt nicht wirklich gesichert ist, sage ich mal so. Wenn sie sich nicht richtig ernähren können und so weiter und so fort. Letztendlich, was bringt uns das? Das ist das. Und letztendlich muss man ja auch gucken, wie kommen sie an neue Investitionskapital? Wie kommen sie darauf? Ne? Wenn zum Beispiel in Bezug auf jetzt die Pharmaindustrie, was sie meinten, da sind ganz neue Errungenschaften und so weiter, aber dadurch natürlich, dass diese großen Konzerne wie Bayer und so weiter das dann vielleicht blockieren, kommen sie ja gar nicht nach außen. Letztendlich, wie, und das ist dann vielleicht meine konkrete Frage, wie kommen Sie an Investitionskapital?
Kapital sozusagen, ohne von ihrem alten System abzuweichen, dass alle Staatseinnahmen nur ausschließlich ins Bildungssystem und ins Gesundheitssystem investiert werden, ohne jetzt in vielleicht mehr noch in die Agrarwirtschaft und so weiter zu investieren. Ja, ich hätte eine Frage, nochmal gesagt wurde, die drei Fehler von 1961, was Sabine Castro gemeint hatte. Was sieht er als Fehler 1961 bei der Kuba-Krise oder auch 62? Die erste Frage. Und zweite Sache wäre, wie weit die Landwirtschaft mit den regenerativen Energien und da vielleicht versucht, auch Fahrzeuge zu besorgen, die mit Sonnenenergie oder Windenergie fahren könnten und somit kostbare Devisen einzusparen auf Dauer, um dann halt sagen, die Landbevölkerung noch mehr zu Philosophen, Ärzte und vielleicht Pharmakologen auszubilden, wie weit da auch in der Planung ist, ich glaube, was du sagen kannst. Okay, da nochmal ein letzter. Vielleicht noch ganz kurz was zu deiner Frage. Also, wir kommen so ein bisschen auch an Heilkubanerinnen und so wieder Unzufriedenheit. Denn das Fatale ist, wir Deutsche argumentieren immer aus dem materialistischen Standpunkt heraus. Materialistisch. Klar wollen die alle ein bisschen mehr haben, aber intellektuell sind sie zufrieden mit dem, was sie haben. Und mein größter Indikator ist, dass die Sicherheit im Land, gehst du nach Mexiko, ab 10 Uhr würde ich dann niemandem mehr empfehlen, alleine hinzugehen. Miami kannst du nicht durch alle Stadtteile als Mann schon mal nicht durchgehen, als Frau, Mädchen schon mal gar nicht. In Santiago de Cuba kannst du eigentlich zu jeder Zeit alleine auch nachts durch die Gassen gehen. Also haben wir praktiziert, geht. Also das geht und das ist ein wesentlicher Indikator, wenn du die ganze Welt um dich herum dir im Moment anschaust. Also ich habe eine Kollegin, die wollte nach Tunesien, um Gottes Willen, geht gar nicht mehr. Dann überlegen sie sich, gehen sie in die Türkei, dann gehen sie hier oder dahin. Wir überlegen uns hier ja schon, oder wir wohnen auf der Hütte oder Wilhelmsburg, wenn ich mit Freunden spreche, also nachts kommen wir euch nicht besuchen, da gehen wir nicht hin. Das ist nicht so realistisch. Aber Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt, um sich auch wohlzufühlen in einem Land. Und wenn es ein Land schafft, dafür zu sorgen und die Bevölkerung auch aktiv mitzieht, also sich daran beteiligt, kann die Unzufriedenheit nicht so groß sein. Sag ich mal, das ist für mich einer der wesentlichen immateriellen Indikatoren, die für mich sehr, sehr wichtig sind. Und Finanzbeschaffung ist eigentlich für ein Schwellenland oder Entwicklungsland gar nicht das Ding. Das ist für ein Industrieland oder für ein hochentwickeltes Land das Prinzip. Eigentlich müsste die Devisenbeschaffung in eine ganz andere Richtung gehen. Es müssten Produkte eingesammelt werden, die keiner sonst haben will. Die sie sogar noch umsonst geben würden, wo man praktisch aus nichts richtig viel Geld machen kann. Also das gibt es auch. Ne? Also die werden sogar verschenkt. Produkte. Wenn man an den ganzen Elektronikschrott denkt oder so, der in Ghana verbrannt wird, aber wo die Industrie hier zum Beispiel Rücknahmeverpflichtungen hat und die gar nicht wissen, wo sie hin müssen, weil sie lizenzierte Abnehmer haben, die die Pflicht haben, dass das auch ökologisch einmal frei wieder verwendet wird, gibt es einen riesen Markt da. Arbeitskräfte gibt es und dann kommen wir auch in die Richtung, es gibt intelligente Leute, die bringen das nicht auf den Müll und verbrennen es, sondern die entwickeln vielleicht Methoden, um diesen Schrott auch effizient zu trennen, also ohne Einsatz von Chemie, ohne Einsatz von irgendwas. Da gibt es zum Beispiel Ultraschall und so weiter. Und dann wird der Intellekt der hoch ausgebildeten Leute gefördert und dann werden sie auch zufriedener in dem Sinne, dass sie ihren hohen Bildungsstand, den sie erworben haben, dann auch nutzen. Also solche Möglichkeiten können wir. Aber wenn sie es dann auch nicht umsetzen können, weil das Kapital fehlt? Nee, teilweise wegen dem Hanks-Burton-Gesetz. Weil das ist ja so ein merkwürdiges Gesetz, also wenn man als Investor oder wenn man da mit Kuba Geschäfte treibt auf Kuba und gleichzeitig in den USA, dann kriegt man Probleme in den USA und andere Firmen dürfen nicht mehr mit ein. Das ist echt kompliziert, also man muss da echt vorsichtig sein, wenn man als Unternehmen, selbst wenn jetzt Metro oder irgendjemand sagen würde, wir bringen den ganzen Elektroschrott dahin, das könnte Konsequenzen in den USA haben. Nach wie vor, weil die ganze Annäherung ist ja so, dass sie zwar drei Leute freigelassen haben, aber die Gesetze, die der Präsident gar nicht kippen kann, sondern nur der Senat, die bestehen nach wie vor. Und das Gesetz, Hanks-Burton-Gesetz, besteht. Und keiner ist bis jetzt dabei, oder ich sehe jedenfalls noch nicht, eine Mehrheit, die das abschafft. Im Gegenteil, es könnte sogar dazu kommen, dass es langfristig beibehalten wird. Ne? Und wenn jetzt die USA jetzt
Obama da Computer und Handys und alles Mögliche denen schenken will. Naja, sagen wir mal so, kriege ich sie nicht mit konventionellen Waffen, dann Cyberkrieg ist auch ein schöner Krieg. Also da muss man alles ein bisschen relativ. Ja, aber es gibt mehr Möglichkeiten, dass man das noch entwickelt. Man muss bloß eben nicht an den Kapitalmarkt rangehen. Das ist visionär von diesen kleinen Banken. Die haben gar nicht die Reserven und auch gar nicht die Sicherheiten. Aber wenn man an die Quellen rangeht, wie andere Leute loswerden wollen, also, dann geht da auch. Also es gibt immer Mittel auf Wege. Ne? Okay, Olaf, nochmal zum Schluss. Ja, also ich würde auch auf dich antworten, es ist ja gut, dass wir diskutieren. Mich wundert, wenn du das so skeptisch oder kritisch siehst, warum du dann gerne nach Kuba fährst. das andere ist, naja, es gibt Unzufriedenheit, Unzufriedenheit und Unzufriedenheit. Ja. Also es gibt eine negative Unzufriedenheit, die zu vorherigen Zuständen, das ist in allen Gesellschaften und allen historischen Phasen so gewesen, zurück will, weil man sich da so eine nostalgische Illusion aufbaut, dass es irgendwie besser gewesen wäre. Also ein kapitalistisches Kuba oder ein feudales Deutschland jetzt so in den vorherigen Jahrhunderten, das sind so geistige Erscheinungen. Da gibt es eine apathische Unzufriedenheit, wo man sich zurückzieht. Die haben wir leider hier ein bisschen zu stark. Ja. Wo man sagt, also ich finde das und das alles nicht in Ordnung, aber ich finde mich jetzt irgendwie ab und nörgle mich in mir zurecht. und dann gibt es eine, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach dem, was ich an selber an Informationen und Beurteilungen sagen kann, eine produktive Unzufriedenheit. Und die sehe ich schon eher auf Kuba. Oder die sehe ich auch eher in Griechenland. Oder auch in Spanien. Oder so. Oder ich vertrete die auch. Das heißt, man will etwas Positives, Progressives, Humanes verwirklichen. Und stößt dann an die Grenzen dessen, was man real vorfindet. Das finde ich eigentlich nur gut. Also und von daher, das sagte auch schon Lenin, also wunderbar, wenn die Leute unzufrieden sind. Dann das Zweite mit der BRD. Also was ist der Maßstab der Kritik, wollte ich jetzt sagen. Also klar, es ist nicht gut, wenn jetzt ausgebildete Philosophen, sage ich es mal so, unbedingt Liegestühle aufstellen müssen. Wobei, können das die Touristen nicht teilweise selber tun. Aber okay, also damit wollte ich sagen, es ist nicht unbedingt für alle gut, wenn man Liegestühle aufstellen muss. Aber wie auch immer. Was ist denn hier der Fall? Also 80% des wissenschaftlichen Nachwuchs arbeitet in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Erwerbslosenzahlen sind ja nach unten geschönt hier in der Bundesrepublik. Es gibt mindestens offiziell 2 Millionen Menschen, die mehrere Jobs haben. Und all diese Phänomene sind ja noch Pipifax gegenüber dem, was in den USA so Usus und Praxis ist, also mit einem brutalen Rassismus auch in solchen Geschichten. Ja. Wenn man das jetzt gelten ließe als Maßstab der Kritik, muss man sagen, ja okay, was ist da in Kuba möglich und was ist da notwendig und was müsste man da eigentlich machen, aber dann müsste man das auch hier auch übertragen, und zwar aber einem viel höheren Reichtumsniveau. Also die Bundesrepublik ist in der teutonischen Geschichte herausgebildet seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Industriegesellschaft und gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Und da müsstest du eigentlich vor Unzufriedenheit explodieren, wenn du auch noch hier in Hamburg, wovon es 2000 Leute gibt, einen Obdachlosen siehst oder eine Obdachlose. So, den Maßstab der Kritik müsste man auf die hiesigen Verhältnisse anwenden und sich auch mal überlegen, wenn es solche Grundstrukturen gäbe, wie sie auf Kuba erreicht werden konnten, was hier mit Bildung und Gesundheit und Sozialem und Arbeitsbedingungen und Diskussionsintensität, Musik und Kultur vorhanden wäre. So, und das finde ich, rückt das vielleicht ein bisschen zurecht, ohne dass ich sagen würde,
also ich würde sagen, nicht nur nobody's perfect, sondern nothing is perfect. But we have to do it better. Es muss einfach auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit und nicht so eine Wohlstandsnörgelei-Position sein, die, sorry, bei dir so ein bisschen rausgekommen. Aber da vergleichen Sie jetzt Apfel mit Birnen. Wie bitte? Sie vergleichen auf jeden Fall Apfel mit Birnen. Wissen Sie, das kubanische System ist so kompliziert, allein schon das Problem mit den zwei verschiedenen Devisen, wie auch gerade der Herr angesprochen hatte, ist das einfach. Viele Produkte kann man ja nur mit Cook kaufen. So. Wie will ein Einheimischer, keine Ahnung, zum Beispiel ein Taxifahrer, der Ersatzteilbauer für sein Auto, wie will er sich das leisten können, einen neuen Motor oder sonst was zu kaufen? Dann ist einfach mal seine Existenz komplett gefährdet. Das ist einfach. Seine Existenz ist dann nicht gefährdet, das ist hier anders. Hier müssen Taxifahrer Zehntausende von Euro hinlegen, um sich ein Taxi zu besorgen, ohne aber in irgendwelche Firmen eingehen und sind überhaupt völlig ungesichert und voller Stress. Übrigens gibt es unter Taxifahrern die meisten Herzinfarkte. Und auf Kuba bist du dann aber sozial abgesichert. Also das ist doch ein totaler Unterschied. Und da vergleichen Sie Äpfel mit Bananenschalen. Okay, ich würde dann doch nochmal gerne, ja, vielleicht willst du nochmal drauf eingehen oder so. Ich wollte dich nochmal bitten, dass... Die Realität, was ist die Realität? Was ist die Verbindung zu Kuba? Waren Sie vor Ort, sagen Sie, ich denke wirklich, dass es ein bisschen das Problem ist, da sage ich, will ich jetzt auch gar nicht vorwurfsvoll sagen, ist ein bisschen das Problem, wenn man für kürzere Zeit da ist, dass ein ganz bestimmte, da kriegt man auch, also einmal ist das Klageniveau in Havanna besonders, aber auch in anderen Großstädten, das ist sehr, sehr hoch, man klagt sehr, sehr gern. Und man sieht dann eben als Besucher, sicherlich auch Dinge, die was mit Armut auch zu tun haben, natürlich. Aber möchte ich dazu sagen, was du ungefähr gesagt hast, es ist genau der Punkt. Es sind, selbst wenn es bestimmte Probleme dieser ökonomischen Art, es ist niemals die Existenz gefährdet. Das ist genau das Gegenteil eben von dem, was du eben gesagt hast. Und das ist natürlich, mache ich dir auch nicht zum Vorwurf, das sieht man, das kann man nicht erfahren so. Es wird viel geklagt, aber es ist nicht die Existenz gefährdet. Das ist wirklich was. Man muss nicht überall direkt da gewesen sein, um beurteilen zu können. Und in diesem Zusammenhang. Viel von Theorie. Das Jammern in Kuba ist auch so ein bisschen so Selbstzweck. Ne? Also bei uns jammert die Verwandtschaft dann auch, aber die hat dann natürlich auch das Ziel, dass wir dann vielleicht das nächste Mal irgendwas anderes mitbringen. Also nicht viel von. Wollen Sie dann alle auswandern wollen? Nee, also die wollen also da wirklich. Also, viele wollen so wollen alle auswandern. Ja, okay, gut, aber die ich kann. Aus Spanien wandern Sie wieder zurück. Was, da wandern mehr aus Spanien als aus Griechenland aus. Weil Sie nicht können. Wer hat das einen Reisepass? Und das ist doch pure Ideologie zu sagen, die Leute wandern nicht aus, weil sie es nicht wollen. Oder wie? Nein, die Realität von der Realität, die wollen sich einen Flugticket kaufen. Okay, Leute, diese Diskussion ist bestimmt nicht zu Ende und die Lebendigkeit ist bestimmt auch ganz gut.
Ich denke, dass wir uns alle auf dieselbe Welt beziehen und beurteilen und die Frage mit der Unzufriedenheit, welche Art auch immer und wohin das führt, denke ich, ist auch relevant. Ich möchte das noch mal, habe die Gelegenheit, dem zum Schluss noch mal darauf einzugehen oder so. Wir müssen bald hier raus aus dem Raum. Ja, also der ewige grüne Lebensbaum besagt, dass in Kuba kein Hunger existiert. Das ist bewiesen. Vielleicht gibt es eine Einschränkung in dem Sortiment der Lebensmittel. Niemand, keine einzige Institution redet darüber, dass es in Kuba Hunger gibt. Es gibt keine unterernährte Kinder. Das ist Realität im restlichen Lateinamerika. Unternährte Kinder. Ja, ja auch. Ja. Die Probleme, die mit der Rakitis entstehen aufgrund kindlicher Unterernährung, sieht man in Kuba nicht. Das sind ja alles Dinge, die muss man als Faktoren berücksichtigen. Richtig ist, es gibt ein Generationsproblem. Junge Leute in Kuba möchten Handys und Computer haben. Das ist so. Ja? Und das ist nicht befriedigend gelöst. Es schrittweise löst man das kollektiv durch die vielen Internetcafés, die in Kuba bestehen. Ja, aber es gibt auch da Probleme, die durch die Blockade gesetzt sind. Guckt euch mal die Netzkarte von Internetkabeln, die durch die Karibik laufen. Die gehen alle an Kuba vorbei. Jede kleine Insel hat ein Internetkabel. Kuba hat erst seit kurzem durch Venezuela ein Internetkabel bekommen. Davor musste man in Kuba aufgrund des Embargos, konnte man nur über Satellit Internetempfang. Da hat sich einiges gebessert. Nicht zufriedenstellend. Was schweineteuer war. Und was schweineteuer. Ja. Aber ich meine, man muss ja auch sehen, bestimmte Probleme, die die kubanische Wirtschaft hat, aufgrund von 50-jähriger Blockade durch die USA. Die normalen Märkte Kubas sind die USA und Lateinamerika. Ja. Und die Blockade wirkt sich ja ganz fatal aus. Die USA sanktionieren jedes Produkt, dass irgendeine US-Komponente drin hat, das schränkt schon die Möglichkeiten der Kubaner Handel zu treiben ziemlich ein. Ja? Wir können hier nicht Solidaritätsspenden nach Kuba überweisen, weil die Banken sagen, es gibt dieses Gesetz in den USA, dass man das nicht betreiben muss. Kuba wird auf jeden Schritt behindert durch die US-Politik. Das ist mit ein Grund der wirtschaftlichen Probleme, die Kuba hat. Und wenn wir die bekämpfen wollen, ja, dann müssen wir gegen die Blockade eintreten. Das ist eines der zentralen Punkte, die wir auch so mitnehmen müssen als Botschaft hier aus der Veranstaltung. Und der zweite Punkt ist der, jetzt bezüglich auf Deutschland erwarten wir, dass endlich Deutschland bilaterale Beziehungen auf Augenhöhe mit Kuba entwickelt. Ja, Augenhöhe heißt unter Respekt der Souveränität Kubas, und das Mindeste, was wir erwarten, ist, dass die Politik, den Politikwechsel, den der französische Präsident Hollande gemacht hat, als er jetzt in Havanna sagte, wir begründen unsere Beziehung auf neue Prinzipien der Nicht-Einmischung in die inneren Verhältnisse von Kuba. Sowas erwarten wir auch von der deutschen Bundesregierung, und das erwarten wir auch, dass Steinmeier, wenn er zu Besuch gehen sollte auf Kuba, die gleichen Prinzipien dort zum Tragen bringt in der Kuba-Politik. Und wenn wir das haben, ja, dann werden wir auch Bedingungen haben, auf die sich Kuba entwickeln wird. Und wissen Sie, Sie sagen über die Restriktionen des Staates bei Investitionen. Erstens finde ich, ist es richtig, dass der Staat Mittel nutzt, damit er die Sozialpolitik entwickeln kann. Und es ist auch richtig, dass die Kubaner den Reichtum eingrenzen wollen, der sich entwickelt durch eine Steuerpolitik, abschöpfen, um damit Sozialprojekte zu entwickeln. Aber die Aktivitäten für Investitionen sind jetzt weitgehend freigegeben. Aber es ist ein neues Investitionsgesetz, das es ermöglicht zu investieren. Ja? Und insofern ist das nicht stimmig, was Sie sagen über die mögliche Entwicklung, die es gibt. Aber von daher, wir haben viele Punkte nicht diskutiert heute, ja? Die vielleicht noch einer intensiveren Debatte bedürfen würden. Ja? Aber ich denke, was wir auf jeden Fall heute herausgearbeitet haben, erstens, wir haben es mit der kubanischen Entwicklung zu tun, die einen neuen Weg beschreitet, der aber kein Weg zum Kapitalismus ist. Ja, wie es
medial hier oft transportiert wird und der sehr negative Folgen hat, auch in den Umkreis der Linken und der Solidaritätsbewegung, weil alle meinen, jetzt kapituliert auch Kuba vor dem Kapitalismus. Das ist nicht richtig und das, denke ich, war erstmal das Wichtige, heute klarzustellen, welche die Grundlagen sind in der Entwicklung, die Kuba heute nimmt. Und die Frage, gibt es ökologische Fahrzeuge in der Landwirtschaft? Ehrlich gesagt, das kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht, weiß ich zu wenig darüber. Ja? Möglicherweise ist das ein gutes Projekt, aber ich kann es nicht beantworten. Es gibt schon seit 20 Jahren Produktion von Biodiesel aus Zuckerrohr auf Kuba, der auch in Verbrennungsmotoren... Ja, das schon, aber keine Solarfahrzeuge. Die habe ich nicht gesehen bisher. Ja? Ja. Ja, sonst hätte ich dazu nichts zu sagen. Und,